herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Welt, seid mir gegrüßt. Wir sind die Comic Cookies in Unterfranken, an der Grenze zu Hessen, im Herzen von Europa, in meiner wunderbaren kleinen Detthöhle an einem fantastischen Tag. Ganz genau so ist es. Hallo Steffen, welche Episode haben wir heute? Das ist die Episode 83. Ich bin erstaunt, selten so gut vorbereitet mit einem wunderschönen Intro. Ja, ist halt sehr geklaut. Ja. Ne? Du hast es erkannt? Nein, ich natürlich nicht. Woher soll ich das jetzt kennen? Vielleicht, wenn du es mir sagst, erkenne ich es dann. Vom Held der Steine einfach mal gebaut. Ach so. Ah. Ja. Ja gut, so oft habe ich den jetzt noch nicht gesehen. Okay. Also für die Hörer, kleine Side-Info. Ja. Ich habe jetzt so einen kleinen Crush auf Lego und andere Klemmbausteinarten. Und wer da sehr schöne Videos auf YouTube zu macht, ist der Held der Steine, von dem ich dieses Video entliehen habe. Der hat immer so mega motiviert, immer so dieses gut drauf. Intro, ja. Also genau das Gegenteil von mir. Mhm. Und diesen Satz macht er in abgewandelter Form. Ja, aber das steht dir. Also so audiovisuell steht dir das. Ja? ist eigentlich nicht so meine Art, diese Freude und sowas. Nee, ist eine, das, diese verbreite ich halt. Euphorie. Ja. Aber damit ist ja auch jetzt wieder gut. Ja. Für den Rest der Folge. Kann ich wieder zurück in meine Rolle als Erinnerer und Mahner? Oh Gott. Das, nein, möchte das nicht. So, ja, was gibt's Neues? Das ist ja das Schöne, wenn wir so in der Frequenz weitermachen. Wir zwei hier, dann hast du jedes Mal, wenn ich hier bin, ein neues Hobby. Ja, das ist, also ich habe neulich auch mal überlegt, einen Podcast zu machen über bekloppte, vergangene und neue Hobbys. Mhm. Ne, weil ich festgestellt habe, dass man, je älter man wird, wie nennst du den dann? Gibt es immer Hobbys, die kommen dazu und manche legt man auch wieder ab. Nennst du den dann Podcast populär oder so? Nein, ich hab gedacht, vielleicht der Hobby-Podcast, aber das ist ja auch schon vergeben. Nein, aber da könnten wir vielleicht mal ein Special machen, weil du wirst ja vielleicht auch irgendwelche Hobbys haben, die du mal angefangen hast. Ja, ich weiß schon, in welcher Episode ich nicht dabei sein werde, wenn du hier über die Verflossenen sprichst und sowas. Der Mädchen-Podcast. Ja gut, das... Naja, wenn du über alte Hobbys sprichst, dann musst du ja da letztlich dann auch, also du hast ja gerade im Vorgespräch... Wenn ich das hier on air bringen darf, weiß ich ja noch nicht, aber ich mache es jetzt einfach. Hast du ja gesagt, du hattest auch noch andere Hobbys früher. Da waren andere Dinge wichtiger. Und die Also man muss es vielleicht nicht... Meistens oder immer weiblich? Wir haben uns quasi über das dunkle Zeitalter unterhalten. Ja. In diese Phase, in der man als zu cool der, ist. Und als der Breedstorm noch seine, als der Lord Breedstorm noch seine Lanze abstoßen musste. Steffen. Na, wir sind explizit. Oh. Das muss da ausgenutzt werden. Nein, aber es kommt ja die Phase in jede, nach der Pubertät, was weiß ich, wo man irgendwann sagt, ja, okay, Comics ist ja irgendwie so eine kindische Sache und Lego und Videospiele. Jetzt sind andere Dinge wichtig. Ich möchte nicht, wenn ich Damenbesuch habe, dass die meine Lego-Ritterburg sehen, sondern dann packe ich die auf den Dachboden. Und diese Phase, Leute, ich sage euch, ihr überwindet das irgendwann. Mhm. Irgendwann. Ja, irgendwann kommt irgendwann das, baut ihr das Ganze wieder auf und das ist jetzt gerade bei mir passiert. Andere kaufen sich in der Midlife-Crisis Sportwagen. Ich baue halt was mit Lego und hol mir ein Skateboard. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Steffen, wie geht's dir denn? Ja, ich muss gerade mal gucken, weil... Wann kommt denn deine Midlife-Crisis? Nee, das ist natürlich, ach, um Gottes Willen, also vom Jahr her, nächstes Jahr dann oder so, ne? Oder wann geht das los? Mhm. Jedenfalls, also ich möchte jetzt nur mal kurz einen Disclaimer bringen hier. Podcast populär haben wir jetzt erst gesagt, ne? Also das macht jetzt kein anderer, das ist unser Podcast. Hast du es mal gegoogelt? Das ist, ich habe gerade mal geguckt, ich habe jetzt noch nichts gesehen, aber das müsste ich dann nochmal in einer feineren Recherche praktisch überprüfen. Aber nicht, dass es dir so geht wie dem Podcast, also bei Nerd, 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 kennt man ja als Comic-Leser schon eine geraume Zeit, der macht das schon lange. Hat man schon mal das Thema, und dann gab es auf einmal das... Nerd, Nerd, Nerd und Stefan. Genau. Hat oder, einer sich sehr kreativ betätigt. Oder Splash Page FM. Ja. Auch so ein Beispiel. Aber zu den Comic-Podcasts würde ich sagen, kommen wir später nochmal. Ja. Hast du dich da durchgehört? Am Ende an welchen? An diversen. Es gibt ja jetzt immer diverse. Wieder neue. Ja, genau. Dazu wollte ich ganz später kommen. Genau. Und ich verliere, muss ich sagen, langsam den Überblick. Genau, deswegen kommen wir dann später dazu. Gut, dann bin ich sehr gespannt. Verschaffe ich dir nochmal einen Überblick. Nein, keine Ahnung, ob ich jetzt wirklich alle auf dem Schirm habe, aber es sind tatsächlich ein paar dazugekommen. Mhm. Da können wir nachher mal so eine kleine Empfehlungsrunde machen. Ja. Richtig.
Comics haben wir aber auch gelesen, habe ich gesehen. Und ja. Das war nicht so knapp. Du hast da einiges zusammengesammelt. Ja, da drüben auch noch. Ach, da also, drüben auch noch. Aber ich muss nicht alles vorstellen. Ja, wie immer. Ich muss, ja, ich muss auch nicht alles vorstellen. Aber du hast tatsächlich diesmal welche ich dabei. Ich habe diesmal, na gut, nach so langer Zeit hat sich dann doch mal ein bisschen was zusammengesammelt. Und hast du die gelesen oder hast du die Nein, da hab ich, die habe ich nur durchgeblättert. Okay. Nein, ich habe die alle gelesen. Hab ich, ja. Hoffe ich zumindest. Dass ich alle, doch, habe ich alle gelesen. Ja. Okay. Dann starten wir, ne? Weil wir sind ja eigentlich ein Comic-Podcast. Ja, ja. Nicht so wie ich schon sagte. Aber wir können vielleicht noch, doch, vielleicht das mit dem Midlife-Crisis, das können wir vielleicht auch, wenn du jetzt auch da so reinkommst und ich da so... Ich möchte gar nicht rein. Ja, aber das ist unvermeidlich, Steffen. Das ist unvermeidlich, Steffen. Vielleicht können wir dann Midlife-Crisis, der Podcast, oder wie können wir uns, alte weiße Männer können wir uns nennen, dann... In die Schiene möchte ich bitte überhaupt nicht. Dann nennen wir uns alte heiße Männer... Vielleicht oder mittelalte weiße Männer. Na, mal ja, gucken. Gut, du bist ja auch, du gehörst ja auch zu der marginalisierten Randgruppe. Wir brauchen wir da irgendwas mit. Du als Ostdeutscher, also das ist ja klar. Podcast-Papa oder so. Podcast-Papa? Gibt es da was zu berichten, Steffen? Nein, da gibt es nichts zu berichten. Aber wenn Mitleid, dann bist du doch so ein alter Papa dann mittlerweile dann. Nicht so ein alter Papa. Ja, es geht, würde ich mal sagen. Aber früher, also ich weiß nicht, ich kannte keinen der Väter, der irgendwie Videospiele gezockt hat und Lego gebaut hat und keine Ahnung, ins Moschpit eingeritten ist, aber hey. Na ja, das sind ja andere Zeiten jetzt. Ja, wir haben es einfach. Oder wir früher haben die so das auch Zeit. Einfach vielleicht nur versteckt gemacht und nicht so, dass es jeder mitbekommt. Gut, bei dir bekommt es jetzt auch nicht jeder mit, wenn das nicht gerade im Podcast mitteilt. Ja, das aber stimmt. Ansonsten. Das stimmt. Ja, warte mal. So. Also wie nennen wir es denn jetzt? Überlegen wir noch. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja. Das wäre gerade mit dir als Experiment wäre es natürlich sehr schön, was dich vielleicht von der Midlife Crisis dann heilt. Ob du halt, ob es ein Sportwagen sein muss als Penisersatz, nee. Musst du was mit eurer Sekretärin anfangen oder wirst du, welche Sekretärin? Machst du es wie der Dirk von das alles, dass du auch ein Skateboard holst, wie ich, bloß dann sehr böse stürzt, wie wir in Erlangen letztes Jahr gesehen haben. Ich fahre halt nicht so viel damit rum, aber es sieht sehr dekorativ aus in meiner Garage. Ja. Ja. Ja, aber in der Dead-Höhle hier, nee, wie heißt es genannt? In der Dead-Höhle, ja. Ja, sieht's auch sehr, wird immer bunter irgendwie. Also es wird. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mein Platzproblem wieder kriege, aber ich bin jetzt in der Phase, da ist es halt auch so. Und da sieht's, Kinder, ihr müsst raus. Sieht so ein bisschen aus wie eine sortierte Messi-Höhle. Ja, sind dann in jedem Fall noch nicht so alt. Also sagen wir mal. Wie alt sind denn deine? Darf ich das hier sagen? Nee. Keine Ahnung. Jedenfalls. Kind 1 wird bald 7, Kind 2 ist 5. Gut. Aber du glaubst doch nicht, also dass die hier allein sich entfalten. Das stell dir vor, die fassen meine Masters of Nein, the Universe-Sammlung an. Das wollte ich die doch fallen gerade auseinander. Sagen. Die sind 30 Jahre alt. Die sind in hochzeitsfähigen Alter. Die sind. Die kannst du mal losschicken so langsam. Nein, Quatsch. Ja, in deiner Heimat wäre das vielleicht so. In meiner ehemaligen Heimat. In deiner ehemaligen Heimat. Mich etwas davon ich weiß, im Osten war man sehr aufgeklärt und hat das sehr frühzeitig begonnen, aber hier ist es sehr unüblich. Nee, das stimmt schon. Nee, also das geht auf keinen Fall. Wollen wir mal zu Comics kommen? Ja. Fand's gerade witzig. Aber Girls Planning ist ja eigentlich eine schöne Überleitung fast jetzt. Das stimmt. Ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt, also, ja. Ja. Weißt du denn, woher sich der Name Girlsplaining herleitet? Ja, natürlich. Woher? Von Mansplaining. Und was ist Mansplaining? Mansplaining ist, wenn irgendwelche alten weißen Männer meinen, sie müssten den Mädels irgendwas erklären. Ja. Oder den Damen. Ganz genau so ist es. Und zwar ungefragt. Und die Katja Klengel hat hier in einer Zeitschrift eine Kolumne unter diesem Thema gestartet. Mhm. Und das Ganze ist jetzt bei Reprodukt, oder was heißt jetzt, schon länger, wir sind ein bisschen spät auf dieser Party, aber hat das jetzt als Comic rausgebracht. Jetzt nimmt er denselben Satz wie in der Rezension, in der geschriebenen, ja auch mit in den Podcast rein. Ja? Meinst du, ich merke das nicht? Ja, ich bin da halt sehr versiert. Ja. Ne? Und allerdings habe ich den Satz in der Batman-Metal-Rezension benutzt, nicht bei Girlsplaining. Stimmt, da hast du ja noch gar keine. Bei Girlsplaining habe ich im Gegensatz zu den Rest vielen der anderen Sachen noch nichts dazu geschrieben. Muss ich mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Anders als bei mir. Ich habe zu einem von den Titeln von heute was für mich. Aber immerhin. Ja, es ist. Ich bin ja nun überhaupt nicht so der schriftliche Rezensionsmensch. Ja, es ist halt auch so ein bisschen eine Zeitsache halt auch. Ja, ne? Aber
bei der Gelegenheit, wie gesagt, guckt gern auf unsere Homepage, auf die Comic Cookies Homepage. Da sind die gesammelten Rezensionen. Comic-Cookie.de oder .net. Mhm. Da sind die gesammelten Rezensionen von uns allen drauf. Ich habe natürlich noch meine gesammelten Rezensionen, nicht nur zu Comics, sondern auch zu Büchern oder was zwischendurch gerade auf meinem Stapel fiel, wo ich mich immer drüber auskotzen musste, zum Beispiel, habe ich gesammelt bei Amazon. Da könnt ihr natürlich auch zugucken. Also das meiste, was ich hier rezensiere, werdet ihr entweder auf der Homepage oder bei Amazon finden. Ich weiß, böse Amazon und so weiter und so fort, aber für mich ist halt die Möglichkeit da zentral alles irgendwie drauf zu haben und meine Meinung einen sehr großen Leserkreis irgendwie zur Verfügung zu stellen. Deswegen hat das ja gewisse Vorteile für mich, aber kommen wir wieder zu Girlsplaining. Wie gesagt, die Katja Klengel hat hier eine Kolumne dazu gemacht, die Reprodukt jetzt als Comic rausgebracht hat. Ist kleinformatig, wie in diesen typischen Cartoon-Sachen und sind tatsächlich meistens so Einseiter mit ein oder mehreren Zeichnungen und immer nach Kapiteln geordnet zu irgendeinem bestimmten Thema. Also am Anfang erklärt sie im Kapitel 6 und die Stadt so ein bisschen, wie sie zu dieser Kolumne kam und wie sie sich das vorgestellt hat. Also sie hat sich da so ein bisschen als Carrie Bradshaw von Sex in the City gesehen und das stellt sie da immer illustriert und ja auf eine sehr humorvolle Weise dar. Und im späteren Verlauf kommt es natürlich auch, wie der Name Girlsplaining schon sagt, dann zu Themengebieten, die, sag ich mal, in feministische Denkweisen dann reingehen. Also wo sie das mit dem Girlsplaining, Mansplaining und so weiter erläutert. Oder was ich sehr interessant und spannend fand, ist, dass ihre Beschäftigung mit dem Thema Körperhaare, dass ihr als Frau öfters suggeriert wird, ihre Körperhaare sind schlecht und so weiter. Also als Frau ist es nur attraktiv, wenn möglichst außerhalb des Kopfes sich keine Haare befinden und nicht mehr überall am Kopf, ne? Noch nicht mal überall am Kopf, sondern auch, sie hatte wohl so einen kleinen Damenbart und war dann gerade in der Pubertät sehr verzweifelt darüber und hat sich oftmals einreden lassen, dass sie hässlich wäre und das hat sie jetzt komplett überwunden und deswegen präsentiert sie unter anderem auch diese schöne Kolumne. Fand ich sehr, sehr interessant. Auch ihr Umgang mit sexistischen Anspielungen, wie sich das, sie ist halt, ich glaube, Jahrgang 88 habe ich gelesen, deswegen ist sie eigentlich eine relativ junge Frau und ist jetzt für uns als, sag ich mal, mittelalte Herren, ist natürlich, also man denkt. Lass das bitte, man denkt, ich möchte da nicht hin. Siehst du, das ist die Midlife-Crisis, ja? Das ist das schon, ja. Ja, das ist das, wenn du verweigerst dich zu akzeptieren, dass du das in dir trägst. Ja, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich mir jetzt deswegen einen Sportwagen hole oder was weiß ich, vielleicht hole ich mir nächstes Jahr noch meinen Gameboy oder so. Du hast so ein SUV, hast du dir jetzt vor kurzem geholt. Das ist ja kein SUV. Nein. Nee, ist es nicht. Naja. Also der SUV. Der Steffen wird in Offenbach nur der SUV-Steffen genannt. Nee, wenn also durch, das Ding durch als die SUV in, zu bezeichnen, durch die Innenstadt cruist, wenn er durch die Innenstadt cruist und Haftbefehl hört. Nein, aber ich höre nur meine Lieblingspodcasts laut. Wenn du durch die Innenstadt von Offenbach fährst, glaube ich, ist da einiges am Start, wenn du da, was weiß ich, sanft und sorgfältig hörst oder keine Ahnung. Nee, sanft und sorgfältig nicht. Nee, aber um nochmal auf den, hattest du den eigentlich auch gelesen? Den Girlsplaining? Hm? Nee, ich habe auch viel davon gehört. Also ich würde mir es ja gerne nochmal durchlesen. Ja, tatsächlich. Da hast du ja sehr gute Konditionen jetzt, weil ich kann dir ja ausleihen müssen, so du ihn nicht kaufen möchtest. Und also sie geht da, tatsächlich geht sie auch mit Sachen Toys um. Ne? Toys ist ja, wenn man sagt, ich habe kein Spielzeug, ich habe Toys, ich bin Toysammler, weil man nicht sagen möchte, ich habe Spielzeug. Ach so. Und da geht sie exakt auch auf Themen wie das Figuren sammeln, ne? dass sie da von verschiedenen aufgezogen wird oder meinetwegen über den Umgang mit ihrem Bruder, wie das früher so war, mit sag ich mal, Spielsachen, die für bestimmte Geschlechter deklariert waren. Ich erlebe das ja auch, wenn man Kinder hat, ist man doch das öfter mal auf irgendwelchen Babybasaren oder Kinderbasaren, wo man Klamotten unter anderem mal holt oder sowas, weil die Kinder, die wachsen sehr, sehr schnell aus den Klamotten raus und dann macht es überhaupt keinen Sinn, das alles neu zu kaufen.
Und ich bin da natürlich dabei und am Start und dann sehe ich so gelegentlich so Shirts, wo ich sage, geil, die hätte ich gern selber und möchte die dann kaufen. Mhm. Und da ist dann, was weiß ich, ist dann irgendwelche Marvel-T-Shirts oder Star Wars-T-Shirts für Kinder. Drauf, das hat auch gefälligst nur ein Junge anzuziehen. Genau, und das ist dann genau deklariert, da steht dann bei Star Wars, ja, das sind Jungen, liegt auf den Jungenstapel und die rosa Sachen, die sind halt auf dem Mädchenstapel. Mhm. Ne? Also ich muss jetzt tatsächlich sagen, also wie das Klischee halt manchmal so ist, teilweise ist es natürlich so auch, dass ich, also ich habe zwei Mädels, dass die sich natürlich auch automatisch, also ich drücke die da nicht in irgendeine Richtung, aber sie fühlen sich zu meinem Erschrecken leider sehr von diesen Mädchensachen, also ja, Einhorn ist halt schon ein Ding. Kommt ja auch viel aus dem Kindergarten wahrscheinlich oder aus der Schule, ne? Oder? Kann auch sein, aber es ist trotzdem so, was weiß ich, Pferde oder sowas, es kann natürlich auch gern sein, dass ein kleiner Junge das als Thema für sich ausgemacht hat. Sicherlich. Aber sehr oft sind es halt doch die Sachen, die klischeemäßig sind, ist jetzt halt die Frage, woher kommt das? Ist das eine Erziehungssache oder? Aber wie gesagt, ich hätte. Oder ist es tatsächlich schon Evolution, dass es irgendwie drin ist? Keine Ahnung. Also aber es ist, ne? Wäre ein anderer Podcast, müssen wir wann anders mal machen. Ja, generell auch die Entdeckung der Klitoris, ein sehr interessantes Kapitel und ihr eigenes Sexualverhalten, wie sich das entwickelt hat und so. Also fand ich schon alles sehr spannend, aber auch spaßig gemacht. Ja. Und es gibt ja auch diese, wie soll ich sagen, diese Form vom Feminismus, die dir im ersten Moment so ins Gesicht reinkotzt und sagt, du bist ein schrecklicher Mensch, weil du zufällig einen Penis hast und damit per se unterdrücke. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So manchmal habe ich das in der Twitter-Bubble und da bin ich meistens eher angenervt, weil ich sage, ich möchte mich gerne unterhalten, ich möchte momentan nicht in so eine Agenda. Aber sie macht das auf eine sehr charmante, gute Art und Weise, wo man wirklich Spaß macht, das durchzuziehen halt. Mhm. Ne? Also es ist kein knallhartes feministisches Manifest, was ich da in den Händen halte, sondern nach wie vor Unterhaltung, aber mit einer ausgezeichneten Botschaft. Und macht einfach nur Spaß. Ja. Mhm. Ist jetzt natürlich, 18 Euro ist jetzt kein Schnapper für so ein Band. Ich meine, natürlich, guck gerade mal rein, wie viele sind, glaube ich, schon über 100 Seiten. Aber halt immer nur die kleinen Einseiter. Ja, doch. Ne? Aber über 150 Seiten. Mhm. Aber ist hochwertig verarbeitet, wie man es von Reprodukt natürlich auch kennt. Ja. Und das kann man durchaus durchaus mal. Kam letztes Jahr so um die Buchmesse rum raus, ne? Ja. Kann das sein? Ja. Und also der wurde bei Nerds gegen Stefan. Mhm. Also nicht Nerd und. Ja. Wurde das auch besprochen? Ja. Und wie gesagt, bei Drei Frauen in Comics wurde es angerissen, habe ich jetzt mit Twitter erfahren. Ich hatte es dem daher irgendwie wusste zugeschrieben. Ja, also okay, es war aus der Diskussion. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss es noch irgendwo gehört haben. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wo das war oder ob ich eine Kolumne darüber gelesen habe. Aber ich fand es gleich interessant. Der Zeichenstil ist natürlich ein bisschen Manga beeinflusst, aber immer noch auf eine gute Art und Weise. Ne? Ich jetzt noch gar nichts mal sagen, unbedingt zu richtigen Die zeichnet, Marke, sondern eher, naja, so leichte Anleihen. Es kommt auf jeden Fall daher, die Gesichtsausdrücke und auch, so. Also auch so ein bisschen franco-belgischer Stil mit rein, so ein bisschen zumindest, würde ich sagen, so eine Mischung. Ja, also man kann sie auch sehr gut erkennen. Mhm. Ich habe ja manchmal das Problem mit autobiografischen Sachen. Mhm. Und gut, das ist jetzt so teilautobiografisch, also ist nicht alles hundertprozentig genau nacherzählt. Habe ich manchmal das Problem, wenn die Leute sich anders zeichnen, als ich sie wahrnehme. Also wenn da komplett, wenn ich die reale Person kenne, die sich selber darstellt, und das weicht dann sehr stark davon ab. Mhm. Ne? Da, aber hier, finde ich, ist das sehr, sehr gut gelungen. Ja, das im Buchumschlag, die erste Gestaltung ist natürlich auch ist natürlich, da sind diverse Vulven dargestellt in unterschiedlichster Farb- und Ausprägung. Hatte ich so in der Art und Weise auch noch nicht gesehen, aber durchaus ein dekoratives Mittel. Warum denn nicht? Und guckt da auf jeden Fall mal rein und hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Ja, gut. Kommen wir von einem autobiografischen zu einem biografischen Werk. Und zwar habe ich das auch eher mal zufällig entdeckt.
irgendwann im Laufe des Jahres, dass es bei dem Verlag Knesebeck ein Buch geben wird mit dem Titel The Money Man. Und das ist die Geschichte von Roy und Walt Disney. Bezieht sich vor allem auf Roy, deswegen steht er auch vorne in dem Untertitel. Und ja, gestaltet hat das Ganze oder geschrieben hat das Ganze der Alessio De Santa. Und ja, jetzt muss ich wieder erstmal gucken. Es stehen zu viele Namen hier noch unten drunter, wer das jetzt wie gezeichnet hat. Also mitgewirkt habe noch Filippo Zambello, Lorenzo Magalotti, Giulia Piori und Lavinia Presato. Was sie jetzt alles genau gemacht haben, doch Illustration, Lettering. Na gut, sie haben sich das wohl so ein bisschen aufgeteilt. Ja. Genau, Alessio De Santa. Was hat er denn gemacht? Ach, die künstlerische Leitung und die Projektidee, okay. Na gut, also sie haben sich das, ein ziemlich großes Team, so für einen so ein Band. Allesamt Italiener, logischerweise. Was heißt logischerweise, aber aus Italien kommen ja heutzutage eine Menge Disney-Titel. Von daher liegt es auch so ein bisschen auf der Hand, dass da so ein Buch herkommt. Der Knesebeck Verlag hat es, wie gesagt, rausgebracht. Es ist so ein Hardcover-Album. Ja, Graphic Novel würde man heute sagen wahrscheinlich, ne? So unter dem Kampfbegriff. Und es kümmert sich so um die Entstehung des Disney-Konzerns. Also wirklich ganz am Anfang, wie kommen die Disney-Brüder dazu, überhaupt eine eigene Firma zu gründen? Was sind auf diesem Weg die ganzen Schwierigkeiten? Also es fängt sogar noch viel früher an. Also dass der Roy Disney, der ältere von beiden ist, erstmal in den Krieg geht und sein Bruder Walt dann irgendwann hinterherkommt nach Frankreich und Frankreich war es, glaube ich, ja. Da dann auch nochmal im Dienst ist und ja, dann später halt, wie sie so ganz am Anfang so ihr eigenes erstes Studio gründen und das sich dann immer weiterentwickelt. Roy natürlich immer sehr aufs Geld achtet, also der Money Man. Er ist also praktisch der aufs Geld achtet im Unternehmen. Und das führt immer wieder zu Reibereien zwischen den beiden, logischerweise, weil Walt natürlich seine Ideen hat und seine Visionen und Roy natürlich immer drauf bedacht ist, naja, wie kann man das überhaupt umsetzen oder wo nehmen wir das Geld jetzt dafür wieder her? Ja? Das Ganze gipfelt natürlich dann so richtig extrem in der Idee, die dann Walt plötzlich hat, dass er dann einen eigenen Themenpark bauen will, nämlich das erste Disneyland in Anaheim. Und auch da, welche Schwierigkeiten es vorher gab, wird hier nochmal aufgezeichnet. Und ja, dass bis kurz vor Beginn oder kurz vor Öffnung des Parks längst nicht alles fertig war und dass man sich dann sogar ein bisschen entscheiden musste, was jetzt zuerst kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, was es war, Waschräume und Toiletten oder irgendwelche Mülleimer oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ja, also es ist so viel, so einiges an Hintergrundwissen, was darüber vermittelt wird. Und ja, endet im Grunde dann, also jetzt kein Spoiler, endet im Grunde dann damit, dass Walt dann noch größere Pläne hat mit Walt Disney World und in dieser Zeit dann aber leider auch schon im Sterben liegt. Genau. Ja, Roy Disney ist ja auch so ein bisschen der Erzähler. Das Ganze findet praktisch in der Rahmenhandlung eben so um die Zeit der Grundsteinlegung von Walt Disney World statt oder zumindest einer großen Pressekonferenz, die das ganze Thema vorstellen soll. Und er praktisch so in einem Hotel da absteigt in der Nähe und da halt eine Mutter und ihre Tochter kennenlernt und denen praktisch so die Geschichte erzählt. Das ist so die Rahmenhandlung. Und da, wie gesagt, geht er dann so die einige Stationen im Leben durch und sie will halt auch die Geschichte zu Ende erzählt haben und wie er das macht, das könnt ihr dann nachlesen in diesem Band. Ja. Ursprünglich in Italien erschienen, alles von Italienern gestaltet, das Ganze, ne? Genau, wie schon gesagt, weil viele Comics aus Disney-Comics aus Italien stammen mittlerweile, ist das
auch recht naheliegend, dass da auch eine relativ große Fankultur herrscht und dass man sich da der Themen annimmt. Was ich so ein bisschen schade fand, war halt, dass man so ein bisschen nicht viel näher auf Themen eingeht, weil es gab so einige Kontroversen um Disney halt auch mit den Streiks der Leute zum Beispiel und dass er dann, dass mir so einige Mauscheleien auch untersagt werden oder unterstellt werden mit dem FBI und sowas dann, ne? Mhm. Und darauf wird jetzt auf die Streiks schon so ein bisschen, aber auf den Rest nicht so wirklich eingegangen, aber vielleicht wollte man das auch gezielt offen lassen, weil das ja, wie gesagt, auch vieles davon eher Hörensagen ist oder vielleicht nicht wirklich bewiesen ist oder keine Ahnung, ne? Dass man sich da so ein bisschen zurückhalten wollte. Ja. Mhm. Ansonsten geht es schon ein Stück weit kritisch auch mit Disney, also Walt Disney selbst um, weil wie gesagt, die beiden Brüder waren sich nicht immer ganz einig und ja, das merkt man in den Bandern schon. Ja, ja, schon cartoonig gemacht alles, ne? Mhm. Was jetzt auffällt, beim Durchblättern bei der Kolorierung gibt es Seiten, die sind halt wirklich knallbunt und zwischendurch aber immer wieder Passagen, die eher so ein bisschen Sepia, schwarz, in Richtung Sepia und schwarz-weiß und in die Richtung gehen. Hat das irgendeine Bewandtnis? Ganz oder? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Also das Knallbunte, das ist die Rahmenhandlung, das ist im Grunde das, wenn er praktisch auf die Mutter und ihre Tochter trifft und die da so praktisch zwischendurch sich begegnen und alles, was so in den Sepia-Tönen, das ist dann im Grunde die Erzählung von Walt, von Roy. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Wäre an mir vorübergegangen, ne? Weil Gnesebeck habe ich jetzt irgendwie nicht genau, darauf. Deswegen, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich habe es rein zufällig entdeckt und ja, habe dann auch im Tier 3 direkt Bescheid gesagt, bitte einmal bestellen für mich. Und mittlerweile liegen da auch noch 2 bis 3, also hat man dann auch nochmal nachbestellt. Ja, kann ich nur empfehlen. Was kostet es denn? Hier ist kein Preis drauf. Huch. Na nö, bei Knesebeck ist kein Preis drauf. Müsste ich gerade nochmal nachgucken, wie viel das war. Na gut. Mach du mal weiter, ich gucke inzwischen mal nach. Ja, wir hatten eine Mail und zwar von SBI Press, namentlich von den Autoren Ed Kühnel und Matt Ernton. Ah ja, ja, ja. Die haben uns nämlich ihre Serie angedient und haben gefragt, ob wir gern was dazu machen werden. Und haben wir natürlich gesagt, natürlich. Mhm. Bei den Namen und der Name lautet Invasion from Planet WrestleTopia. Mhm. Das Ganze ist ja so eine Liebeserklärung an das Wrestling-Genre. Mhm. Die beiden Autoren kommen aus der Games-Branche und die haben zum Beispiel an Spielen wie Leisure Suit Larry und Valiant Hearts, habe ich jetzt neulich auch auf der PS4 gezockt, so ein Erste Weltkrieg-Adventure mehr oder weniger. Ich kenne es sogar, ich hatte es mal eine Zeit lang hier auf dem Handy oder habe es sogar noch auf dem Handy, aber habe es jetzt irgendwann auch nicht weiter gezockt, aber ich habe es durch. Also auf jeden Fall sehr, sehr schönes Spiel, ja. Und genau diesen optischen Stil haben sie da weiter angelegt. Mhm. Und Hauptfigur von dem Ganzen ist Rock'n'Roll Rory Randall, also ein Wrestler, der in so einer etwas abgehalfterten Liga kämpft und aufgrund, sage ich mal, so einer geänderten Ausgang eines Kampfes, geänderte Absprachen und so weiter, kommt es dann zum Clinch mit der Leitung und er rebelliert und er ruft sich kurzerhand selber zum Champion des gesamten Universums aus, weil ihm das alles nicht gefällt. Also das ist gab's, wenn man Wrestling geguckt hat, ich bin mit Wrestling sozialisiert worden seinerzeit, als das noch bei ganz frisch in Deutschland überhaupt zu sehen war, auf Tele 5 oder auf Sky One, habe ich mir das Ganze angeguckt, ist jetzt schon in den frühen 90ern, würde ich mal das ungefähr deklarieren. Und wo wirklich so eine Hochphase war, wo Figuren wie, was weiß ich, der Undertaker, Bret Hitman Hart, ja, wie sie alle heißen, Hexer, Jim Duggan und alle waren am Start. Hulk Hogan. Hulk Hogan war ja schon viel früher am Start. Ja, ja, also wo die WWF, sag ich mal, hatte da auch nochmal seine Höhe. Ja, also es war wirklich, wo viele das einfach verfolgt haben. Mhm. Und in diesen szenetypischen Sachen spielt das Ganze auch. Mhm. Und ja, diese Bekanntgabe, dass er der Champions des Universums ist, wird auf dem Planeten WrestleTopia gehört. Das klingt ein bisschen wie Space Jam. Ja, so ein bisschen ist es. So ein bisschen ist es. Und das gefällt den Leuten dort natürlich nicht. Ne? Dass da der Champion des Universums, weil eigentlich ihr Herrscher ist ja der Champion des Universums. Also der ganze Planet
ist eigentlich im Wrestling-Thema, jeder hat da sein Kostüm, hat da seine Maske oder was auch immer, alle Wrestling-typischen Eigenarten sind da vertreten und da beschließt man, ja, dann wollen wir mal einen Kampf mit dem und dann gibt es halt diese Invasion auf der Erde. Mhm. Das könnte man sagen, ist sehr klamaukig. Aber es geht dann doch noch ein bisschen tiefer, das Ganze. Also die Figur von Rory wird gerade durch viele Rückblicke auch noch ein bisschen plastischer dargestellt. Mhm. Also es ist jetzt nicht einfach so ein Battle-Comic von irgendwelchen Wrestlern gegeneinander, sondern das Ganze kriegt wirklich eine tiefe Geschichten mit seinem Vater und der Frau und so weiter. Und also ich hatte wirklich eine Menge Spaß, gerade die vielen Anspielungen und so auf die Szene zu sehen. Auch da ist es natürlich, wie gesagt, ein bisschen cartoonig alles, aber das passt genau und sehr gut dahin. Ich habe ja auf Twitter geschrieben, das wäre so ein Ding, wo ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr gut zu Plem Plem Productions passen. Mhm. So. Das war sofort das Erste, als ich das gesehen habe. Ich gedacht, das wird... Da würde ich es auch kaufen. Da wird, ja, aber die haben gesagt, sie machen nur Sachen, die du nicht einfach sonst über Diamond kriegst. Ah, okay. Ne? Also man kann das Ganze, wenn man es denn haben möchte, digital natürlich über Comixology für 1,79 Euro sich bestellen. Das ist auf jeden Fall auch wert, also pro Heft, weil man doch eine Menge Spaß damit haben kann. Und ja, also es gibt einfach so viele Parallelen. Wenn du diese Hochphase des Wrestlings durchhattest, gibt es so viel zu entdecken in dem ganzen Ding. Das macht richtig, richtig Spaß. Hätte ich denn jetzt als einer, der mit Wrestling jetzt nicht ganz so viel anfangen kann, damit auch Spaß? Also wenn ich jetzt diese Phase nicht kenne? Ja, aber begrenzt. Also okay. Es geht schon viel mit Anspielungen und man muss das Genre schon so ein bisschen kennen und lieben, um das wirklich zu genießen. Okay. Ne? Weil sonst wirst du viele, viele versteckte Sachen einfach nicht erkennen und da ist viel, viel von dem Spaß auch mit dabei einfach. Ne? Mhm. Ist die eine Figur an diesen oder jenen angelehnt und so weiter und diese, warum kommt jetzt dieser Move und das, da haben sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja. Ja. Mhm. So war das Ganze. Gut. Er hat mitgekriegt, dass er dann ein Zitat von dir genommen hat? Ja, ja, durchaus. Also über einen Google Translator gejagt und dann einfach nochmal. Ja, ist natürlich, woher soll er Deutsch können? Ja, klar, nee, logisch. Also der Weg ist schon klar, warum. Ja, ja, also es ist tatsächlich das erste Mal, dass jemand, der mich überhaupt nicht kennt, zitiert hat, also als Beschreibung für sein Werk. Und ja, da bin ich doch sehr zufrieden, dass ich das offensichtlich so eingefangen habe, wie sie sich das auch vorgestellt haben, was den Comic betrifft. Ich glaube, da ging es tatsächlich auch um die Charakterisierung der Figur, dass es halt nicht nur so ein Gag-Ding ist, sondern dass da ein bisschen was Tieferes auch mit drin verbaut ist. Mhm. Ne? Ja, ja, ich liefere kurz noch den Preis nach von The Money Man. 24 Euro kostet der Band. 24 Euro. Mhm. Ja. Stolzer Preis. Ja, allerdings, wie gesagt, ein Hardcover und ordentlich Seiten, ja. Ordentlich Seiten, gut aufgemacht und Standardpreis. Für jeden Disney-Fan eigentlich schon fast Pflicht, würde ich sagen. So, da hätte ich jetzt was für 28 Euro. Oh. Und zwar, das ist das Werk Batman Metal. Batman Metal ging ja, glaube ich, in Deutschland im letzten Herbst durch den Äther, ne? Wo das die so Serie, ja. Die Serie. Mhm. Und das ist jetzt der Sammelband davon. Da sind einige. Ich bin spät auf der Party. Ja, da bin ich auch spät auf der Party. Das liegt aber dran, dass ich an Events nicht mehr so partizipieren möchte, weil ich meistens eher gelangweilt bin. Tatsächlich habe ich das Problem genau gerade auch. Also ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht wirklich. Ich hab wirklich nicht mehr viel Heftserien. Ich glaube, ich habe nach Justice League und Batman als Heftserie. Green Lantern gibt es nicht mehr als Heftserie. Ob ich nicht wirklich einfach alles komplett, was Heft ist, cancel. Und da kommen wir nochmal zu was wieder völlig in die andere Richtung geht, aber egal. Und dann wirklich nur noch solche Sachen gesammelt nehmen, weil wenn ich das jetzt sehe, ich meine, das gesammelt ist da auch cool, also das reicht hier völlig. Und dann liest du halt wirklich nur noch das, auf was du Bock hast, ja. Nimmst nicht mehr alles mit, sondern das, was einigermaßen interessant ist für dich, wie eben Batman Metal zum Beispiel wäre sowas gewesen. Oder was kommt dann demnächst noch, ja. Das nimmt man dann halt gesammelt, ja. So ist ja mein Ansatz schon seit, natürlich habe ich auch ein Batman-Abo, so ist es nicht, aber gerade diese größeren Events oder sowas
wenn irgendeine Crisis kommt, entweder lasse ich sie ganz aus oder hol mir den Sammelband. Es ist erfreulich, dass Panini mittlerweile auch Sammelbände zu den Sachen immer raushaut. Es gab mal eine Phase, da gab es das wirklich dann immer nur in 6 oder 8 Einzelteilen. Und das war mir dann meistens, hatte ich dann keine Lust, das zu kaufen. Und hab dann eher zum US-Trade gegriffen. Mhm. Aber mittlerweile kann man eigentlich damit rechnen, dass sowas dann auch in gesammelter Form kommt. Und wenn es natürlich. Ja, genau. Jetzt im Moment starten ja gerade so Sachen wie zum Beispiel, wie heißt der hier nicht, Identity Crisis, sondern der andere Teil. Heroes in Crisis, genau. Da bin ich mir relativ sicher, der hat jetzt gerade gestartet. Den habe ich jetzt erstmals nicht als Heft genommen, habe gesagt, da bin ich mir relativ sicher, das wird in gesammelter Form kommen. Das nehme ich dann gesammelt. Ja. Oder auch hier Watchmen demnächst, also Watchmen im DC-Universum. Mhm. Wie heißt der? Doomsday Clock. Mhm. Das nehme ich dann gesammelt, in gesammelter Form. Ja, also wenn man einfach sehr viel liest, ich lese nicht im wöchentlichen Turnus oder im monatlichen, sondern ich lese dann wirklich immer gesammelt auch. Hm. Also ich habe noch Spider-Man, Batman, Spawn und Star Wars im Abo und da lese ich das wirklich dann nach Arcs nach. Hm. Also da kann das durchaus wie unlängst bei Spider-Man auch mal über ein Jahr liegen. Hm. Na, weil's einfach über ein Jahr, süß. Ja, ich versuche das schon hinterher zu kommen. Ja. Manchmal ist man erschreckt, weil wirklich noch Perlen dazwischen sind, aber manchmal sagst du, ja, okay, ob ich das jetzt gelesen habe oder nicht, aber woher willst du es vorher wissen? Na, also eben, ich habe da schon diese Verbundenheit, hab aber auch schon drüber nachgedacht, mir dann einfach mal zu lesen, was ist wirklich empfehlenswert und das dann nicht mehr einfach alles zu lesen. Aber jedenfalls, um auf Batman Metal zu kommen, das Ganze ist von Scott Snyder erdacht und von Greg Capullo und diversen anderen gezeichnet worden. Und Scott Snyder, der ein oder andere weiß es, der in der Vergangenheit zugehört hat, also er macht, ich will ihn jetzt nicht für seine Kreativität kritisieren. Er macht da schon abgefahrene Sachen, aber mir ist es meistens zu abgefahren, was Scott Snyder so schon. Also es ist sehr verschwurbelt und rosa-rote Enden. Und ich dachte, das kommt hier jetzt so ein bisschen zur Auflösung, was teilweise auch so ist, aber halt wieder auch nicht komplett. Also ich habe wieder festgestellt, also Scott Snyder ist dann doch nicht der Autor, wo ich momentan viel mit anfangen kann, weil mir einfach vieles zu verschwurbelt ist. Mhm. So auch hier. Batman wird hier mal wieder so ein bisschen, er untersucht schon seit längerer Zeit seltsame Metalle und auch hier hat es wie bei DC so oft mit Dimensionsverbindungen und so weiter und so zu tun und dadurch wird dann so eine Art Spiegeldimension wieder geöffnet, wo ganz erschreckende Wesen rauskommen. Und alles hängt mit diesen seltsamen Metallen zusammen, die Batman da gesammelt hat und er muss sich dann quasi mit vielen Teilen der Justice League verbinden, um das Ganze wieder aus der Welt zu schaffen. Und also ich fand's, und ich habe ja in den letzten Jahrzehnten, muss man jetzt schon sagen, sehr, sehr viel Batman gelesen, auch eigentlich alles von Scott Snyder auch gelesen und ich fand es sehr verschwurbelt, muss ich sagen. Also es sind sehr viele lose Enden, teilweise da zu dieser Phase, wo Batman durch die Zeit gereist ist und in der Steinzeit war und plötzlich und zu den Eulen wieder zurück und zu Joker werden Anspielungen gemacht, zu der Phase, wo er mal ohne Gesicht durch die Gegend gelaufen ist und so weiter. Also es ist wirklich, er bastelt da alles mit rein und meine Fragezeichen werden halt immer größer im Kopf. Also es ist... Und das, obwohl du das gelesen hast. Obwohl ich das gelesen habe. Wie funktioniert denn das denn bei jemandem, der die letzten Jahre kein Batman gelesen hat? Da wird es, glaube ich, in der Katastrophe. Also es ist, vielleicht kann ich mich gedanklich da einfach momentan nicht zu sehr drauf einlassen, aber ich finde es wirklich kompliziert. Eigentlich ist es auch keine Batman-Story, es heißt ja eigentlich Dark Knights, was ich auf dieses Wesen, die dann aus dem Portal rauskommen, was er quasi die öffnet. Alternativen Batman. Ne? Mhm. Das sind andere Batman, die so ein bisschen Justice League-Bezug haben, böse aus anderen Dimensionen, die mich sehr an die Dark Judges von Judge Dredd erinnert haben, optisch. Also die sind da sehr nah teilweise dran, wenn man sich die Bilder von, hat er bewusst und gewollt damit reingeschrieben, dass das alles so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich finde es einfach zu kompliziert und wie gesagt, es ist eigentlich keine reine Batman-Geschichte, sondern es sind viele Sachen von der Justice League, Hal Jordan schwört da drin rum, Wonder Woman natürlich, Superman, Aquaman, alle sind irgendwie am Start und
in dem Moment, wo ich, es gibt sogar so einen Handschuh drin, der sieht so ein bisschen, der erinnert so ein bisschen an den Infinity Gauntlet. Also er hat also alles Mögliche. Es gibt, dich würde es freuen, vielleicht auch ein Superman kommt drin vor. Also okay. Da wird wieder dimensionsübergreifend gearbeitet, aber ich weiß nicht, ob ich das einfach zu viel hatte. Selbst Sandman kommt drin vor, der für mich immer noch, ja klar, in den ersten Sandman-Stories kam Superman auch vor, aber es war immer nur so ein Randding und für mich macht das, wie bei anderen Figuren, die sie von Vertigo geholt haben, keinen Sinn, das zusammen auftauchen zu lassen. Ja, also es natürlich, Capullo mag ich natürlich, aber hier sind auch manchmal Zeichner drin, wo ich sage, puh, also so ein bisschen mehr Mühe hätte er sich schon geben können. Also das, also ich bin von diesen eher so mittelbegeistert. Da sind ein paar sehr schöne Ideen drin, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber unterm Strich finde ich viel zu kompliziert und man muss wahrscheinlich, da sind glaube ich noch zwei weitere Sonderbände zu erschienen, die müsste man, um es halbwegs zu packen, wahrscheinlich auch gelesen haben. Also ich hatte mir das so schön vorgestellt, wie wir es eben besprochen haben, dass ich mir das heißt gesammelt reinziehe und dann habe ich das alles kapiert und schön durchgehend, aber so war es leider nicht, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass zwischendurch irgendwas fehlt und das finde ich halt schade und ja, da hatte ich tatsächlich in der Heftserie in den letzten Zeiten ein bisschen mehr Spaß als mit diesem Event. Mhm. Ne? Also okay. Das ist keine richtige Empfehlung, nur wenn man Scott Snyder und alles, was er gemacht hat, sehr verehrt, das direkt im Kopf hat und das dann zuordnen kann, dann ist es wahrscheinlich wieder so ein Spezialistending. Aber also ich fand's zu kompliziert und teilweise haben die Figuren sich sehr, sehr charakterfern verhalten. Ja, nicht unbedingt, was man unbedingt empfehlen kann. Okay. Ja. Ja gut, muss es auch mal geben. Ja. Ja. Sollen wir bei Batman kurz bleiben? Ja. Dein sieht ein bisschen übersichtlicher aus. Sieht ein bisschen übersichtlicher aus. Ist es auch, es ist auch, na gut, komm erst mal zum Titel. Batman, die Sünden des Vaters. Jetzt zeige ich dir mal das Logo und dann wird dir dazu bestimmt was einfallen, wo du das ja kennst, das Batman-Logo. Ist das ein Film? Nee. Einen Versuch hast du noch? Aus dem Spiel. Ah, ja. Telltale. Ja, genau, stimmt. Und das ist im Grunde ein Tie-In dazu, zu diesen Telltale-Game. Es spielt wohl zwischen den beiden Staffeln, die es da gab. Mhm. Also gab ja zwei Staffeln bei Batman Telltale Games. Und naja, muss ein bisschen was erzählen müssen wir. Also das Telltale-Game basiert das so ein bisschen auf der Prämisse, dass Bruce Wayne plötzlich rausbekommt, dass sein Vater irgendwie bei Arkham mitgemogelt hat und dass da irgendwelche Experimente stattgefunden haben und naja, dass das alles nicht so ganz sauber lief und dass sein Vater plötzlich so wirklich als der große Schurke Gothams dasteht und ja, und da greift diese Band natürlich auch mit ein und bietet so einen kleinen Schlagabtausch mit Deadshot ist das, ne? Ich kann mir manchmal den Namen nicht merken, weil es manchmal so ein paar Gegner gibt, die sich einfach zu ähnlich sind. Deadshot, genau. Das ist so das Haupt-Team-Up oder ja, also die beiden Charaktere stehen sich gegenüber, mehr oder weniger, Batman und Deadshot. Und ja, es kommen noch ein paar so dazu. Black Spider, ein alter Batman-Gegner, kriegt auch hier so seinen Telltale-Auftritt verpasst. Ansonsten bleibt es, also wie bei dem Telltale-Spiel selbst, auch schon bei sehr, ich sage jetzt mal, bodenständigen Charakteren. Also jetzt nicht irgendwelche Charaktere, die irgendwelche sonderlichen übermenschlichen Kräfte oder sonderlichen Fähigkeiten haben. Und ja. Und so wird dem Deadshot hier auch so ein bisschen noch eine eigene, in dieses Universum passende Hintergrundstory verpasst. Welche verrate ich natürlich an der Stelle nicht. Und das war ein Sammelband von Christos and Cage geschrieben. Nee, nicht Cage, sondern Gage. Der wird dann weich ausgesprochen, nicht mit C. Und von Raffaele Ienco gezeichnet. Genau. Hatte ein bisschen so meine Probleme reinzukommen. Dachte so, naja, das, was er mir jetzt da erzählen wollte, ist jetzt wirklich nur so Fill-In-mäßig. Aber es hat dann, wie gesagt, mit dieser
mit dieser Richtung, in die dann der Deadshot entwickelt wurde, für diesen Band. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel davon deckungsgleich ist mit dem Original DC-Universum, aber es war mir zumindest so nicht bekannt, wie das hier dargestellt wird, und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man das einfach, wie auch Bruce Wayne und alle anderen um ihn herum für die Telltale Games, einfach eine etwas andere Richtung entwickelt hat, dass man das mit ihm hier auch gemacht hat. Und das ist ein interessanter Ansatz. Also das kann ich wirklich mal empfehlen. Ist auch komplett abgeschlossen in diesem Band und kostet 16,99 €, ist wie vieles von Batman natürlich bei Panini Comics erschienen. Und schaut da mal rein, wenn ihr die Spiele gespielt habt. Und wenn nicht, selbst dann könnt ihr reingucken. Ihr müsst, es wird, das, was man wissen muss, wird eigentlich erklärt. So ein bisschen Elseworlds-mäßig. Genau, richtig, ja. Also ich hatte richtig Spaß bei dem Telltale-Spiel von Batman. Das war eine geile Atmosphäre, obwohl viele Figuren auch anders dargestellt waren, als man sie landläufig kennt. Mhm. Gar keine Frage. Aber es war eine unglaublich dichte Atmosphäre. Und ich meine, das hätte ich auch platiniert, das Ding. Also hatte ich echt viel Spaß mit. Mhm. Kann man heutzutage für kleines Geld, kann man das kriegen. Schade, dass Telltale jetzt pleite gegangen ist. Ne? Also gut, die Formel. Du hast noch Probleme mit dem zweiten Teil dann so ein bisschen, ne? Oder? Den zweiten habe ich mir dann, glaube ich, gar nicht geholt. Hatte ich ein Speicherproblem. Mhm. Beim ersten. Ja, hatte ich ein Speicherproblem. Das heißt, ich musste dann eine Episode komplett nochmal machen. Was mich dann genervt hat, aber unterm Strich, wenn man das nicht hat, die meisten werden sie auf der PS4 spielen, auf der PS3, da werden sie das hoffentlich aus dem Weg geräumt haben, aber es ist, Telltale hat halt ein Problem, sie haben immer dieselbe Formel benutzt, ne? Also du wusstest, du kannst was entscheiden, aber letztendlich großartig ändern tut sich dadurch nichts. Wenn du 2-3 Spiele von denen hattest, wusstest du, das ist so, egal welche Entscheidung du nimmst, also viel Unterschiede gibt es dann da nicht. Und den Support fand ich halt mies, dass sie halt wirklich Fehler, die immer wieder aufgetreten sind, nicht einfach ausgemerzt haben. Aber naja, mal gucken, ob, ich glaube, eine andere Firma soll The Walking Dead zu Ende bringen, was auch eine grandiose Erzählreihenfolge von denen war. Mhm. Es gab ein Game of Thrones Spiel von denen mit einem Haus, was in der Serie nicht auftaucht, also so ein bisschen Redcon-mäßig, aber trotzdem auch richtig, richtig gut gemacht, spielt alles in dem Universum teilweise, während der Red Wedding und ähnlichen Sachen parallel dazu, auch richtig, richtig gut. Also ich hatte natürlich Wut in dem Moment, wenn irgendwas nicht gespeichert hat, wie es vielleicht hätte sollen und ich dann irgendwas wiederholen musste, aber vom Erzählerischen und auch von der Darstellung her war es hervorragend, dieses Spiel. Ja, jetzt mal ein bisschen superheldenlastig, habe ich mal was ganz anderes. Und zwar heißt das Ganze Mondo Reverso aus dem Hause Schreiber und Leser. Und das Szenario stammt von Arnaud Le Guffleck und die Zeichnung von Dominique Bertheil. Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Western, aber wenn du so auf das Cover guckst, was siehst du da? Oh, eine weibliche Westernheldin? Ja, es ist nicht nur eine weibliche Heldin, sondern im Mondo Reverso, wie der Name schon sagt, also verdrehte Welt, ist es so, dass die Frauen dort im Wilden Westen die Hosen anhaben. Okay. Und die Männer in den klassischen Kleidern, Hausfrauen-Outfits dargestellt werden. Und auch die Verhaltensweisen sind da ausgetauscht. Also es gibt, Revolverheldinnen, es gibt einen weiblichen Sheriff, die dann wirklich auch die Hosen anhaben und die Männer sitzen dann halt zu Hause und müssen stricken. Und diese abgefahrene Prämisse fand ich natürlich interessant und wurde auch nicht enttäuscht. Also optisch ist es so in Sepia-Farben gehalten, wie du halt in so einem alten Schwarz-Weiß-Western vielleicht so die Optik beibehalten hast. Sind sämtliche Western-Klischees sind natürlich da drin enthalten und auch viel in Anlehnung an Optiken aus Spiel mir das Lied und vom Tod oder so. Aber wie gesagt, halt mit vertauschten Rollen. Und dann werden innerhalb der vertauschten Rollen die Rollen auch noch vertauscht. Mhm. Ne? Also jetzt, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist ein feministisches Ding, wie wir es schon hatten. Denn hier werden Zeichnungen, also da wird schon sehr detailliert auf den weiblichen Körper eingegangen. Ne? Also gibt es schon einiges an Eye Candy zu sehen.
aber halt auf der nächsten Seite dann halt wieder auf komplett verarscht auf eine lustige Art und Weise. Und es gibt eine Lust, also ganz krass, zwischendurch gibt es noch einen Geschlechterwechsel zwischendurch. Mhm. Also es wird, die Rolle wird vertauscht, dann wird das nochmal vertauscht, sodass du zum Schluss gar nicht mehr weißt, wer was jetzt eigentlich genau ist, und zwischendurch ein klassischer Western-Handlungsstrang. Also ich fand's gut. Mhm. Ja, also die Prämisse klingt schon mal interessant. Ja. Und sieht auch so vom ersten Blick her, jetzt was ich so sehe, sieht es gut aus, ja. Ja, wenn du so eine ganze Bande von so Outsiders quasi siehst und alle sind halt Frauen irgendwie, in typischen Western, der Bestatterin sieht halt aus wie so ein richtiger Bestatter aus einem Westernfilm, aber halt als Frau, also es ist komplett abgefahren und ja, also mir hat es einfach nur Spaß gemacht. Okay. Ne? Mhm. Und ja, kleine Liebesstory ist auch drin, aber das schmälert die Lektüre nicht. Monreverso, Steffen, also für dich wäre es was. Mhm. Also es werden tatsächlich für einen Comic, der mit amerikanischen Comics sozialisiert ist, also sieht man auch zwischenzeitlich mal so männliche Geschlechtszeile, wenn dann so der Wirre aus der Wüste zum Beispiel auftaucht, der sich weigert, dann irgendwie ein Kleid anzuziehen und so. Also es ist alles sehr abgefahren und ja. Mhm. Auf jeden Fall, also ich weiß nicht. Steht eine 1 drauf, kommt dann ein Fortsetzungsband? Ja, es ist, also dieses Ding ist eigentlich soweit abgeschlossen. Okay. Ne? Es gibt noch einen schönen Anhang, also einen schönen Anhang mit so einer kleinen Galerie. Mhm. Auch die Indianer sind Indianerinnen dann, die Angriffe leiten oder sowas. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen, es wird natürlich auch so dargestellt, dass die nicht unbedingt viel bekleidet sind. Also damit muss man auch rechnen. Ne? Also, aber vielleicht kannst du das ertragen, Steffen, ich weiß nicht. Da schäme ich mich da die ganze Zeit. Ja, also das ein paar Pin-Ups sind hinten noch drauf. Also es ist, ich finde es gut. Mhm. Ne? Sicherlich nicht was für jeden. Aber wenn man das Genre an sich mag und einfach nette Pin-Up-Zeichnungen mit einer Story verwoben und ganz komischen Prämissen, also ist es wirklich eine Fundgrube. Weil sowas habe ich tatsächlich noch nirgends gesehen. Ja, wir haben uns heute ein bisschen abgestimmt hier, wenn ich sehe, gerade, weil wir bleiben gerade im Wilden Westen. Wir haben die Comics genau in die richtige Reihenfolge gegeben. Ja. Quasi, da weißt du schon, bist du das nächste Mal wieder dran und das übernächste Mal dann zusammen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem klassischen Westernhelden, nämlich dem allseits bekannten Lucky Luke. Da ist ein neuer Band erschienen aus der regulären Reihe. Noch ein weiterer, aber zu dem kommen wir später. Aber erstmal zu dem aus der regulären Reihe, das ist Band 97 und der nennt sich Ein Cowboy in Paris. Ja, was macht er denn da in Paris, der Lucky Luke? Was kannst du dir denn da vorstellen drunter? Mit was könntest du denn was zu tun haben? Was war denn so in dieser Zeit, was eventuell in Paris gebaut wurde? Der Eiffelturm, Le Tour Eiffel? Ja, aber was auch eventuell für die Mon Dieu. Für die Amerikaner eine ziemlich große Bedeutung haben könnte. Die Freiheitsstatue? Oui, oui. Ja, und mit dieser oder mit einem Teil dieser Freiheitsstatue begibt sich ein gewisser, jetzt muss ich erst wieder mal gucken, wie sich der junge Mann hier nennt, weil den gab es ja auch wirklich. Ja, also jedenfalls ein, ich komme gerade nicht drauf, ich sehe es hier gerade nicht. Jedenfalls einer der Miterbauer der Freiheitsstatue hat halt, möchte durch die Landen der USA reisen, um praktisch die Freiheitsstatue zu promoten quasi und hat deswegen im Grunde den Arm, der praktisch die Fackel in die Luft streckt, mit sich und Lucky Luke soll ihn aus einem Grund, zu dem ich gleich nochmal komme, praktisch die ganze Zeit begleiten durch diese auf dieser Tour. Und als sie sich so das erste Mal treffen, hat Lucky Luke also wieder mal die Daltons eingefangen und will sie gerade ins Gefängnis bringen. Und die sehen ihn dann halt so und sehen halt diese Fackel und denken dann natürlich, den kleinen Gag vom Anfang nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dass es sich dabei um eine riesen Eistüte handelt und dass das ja nur ein Eistütenhändler sein kann. Jedenfalls, die gehen ins Gefängnis,
Und da kommt raus, dass der Besitzer oder der Leiter des Gefängnisses, der Gefängnisdirektor, auf der heute als Liberty Island bekannten Insel eigentlich ein Gefängnis bauen möchte. Und versucht natürlich nun, diese Tour von Lucky Luke und dem Erbauer der Freiheitsstatue zu vereiteln, wo es nur geht, auf der ganzen Strecke. Und das ist so im Grunde die Geschichte, um die es sich dabei dreht. Was er da so unternimmt und wie es Lucky Luke dann logischerweise gelingen kann, das zu vereiteln. Und wie er dann letztlich kurz noch in Paris selbst landet, weil der Band heißt ja schließlich schon ein Cowboy in Paris. Und ob es gelingt, die Freiheitsstatue dann komplett in New York zu errichten. Zwinker, Zwinker, wissen wir ja nicht. Das lest ihr selber in diesem Band. Mhm. Genau. Ein gewisser Monsieur Eiffel spielt natürlich auch eine Rolle, weil der hat ja natürlich das Innenleben der Freiheitsstatue, das Gerüst, mitgestaltet. Mhm. Und ja. Und wodurch er sich inspirieren lassen hat für die Eiffeltürme, für den Eiffelturm zum Beispiel, das könnt ihr ebenfalls in diesem Band lesen. Und wie findest du Ashté so als Ich finde den sehr gut. Also es funktioniert prima. Also ich meine, ich war jetzt nie so der große Lucky Luke Fan. Also ich kenne ein paar der alten Alben, aber war jetzt dann nie so, hab das jetzt nie so eng gesehen oder so, wenn den auch mal jemand anders interpretiert hat oder so, da kommen wir dann auch nochmal dazu. Mhm. Aber deswegen, ja, also ich finde, der fügt sich da super rein, macht da einen klasse Job. Er ist halt optisch sehr nah dran, ne? Mhm. Also das, könntest auch die Nebenfiguren irgendwem zeigen und man müsste trotzdem sofort, das ist aus Lucky Luke halt, ne? Mhm. So, ich bleib meinen alten Wurzeln treu und hab mal wieder was von Garth Ennis gelesen. Und zwar geht's um Jimmys Bastarde, mhm. Band Nummer 1 mit dem schönen Titel Getriggert. Mhm. Und Jimmys Bastarde ist so ein bisschen eine Persiflage auf James Bond. Hm. Und nur der Charakter heißt hier halt Jimmy Regent oder Regent. Und er ist halt so der typische James Bond. Halt ein echter, unglaublicher Macho, der schon über die Jahre hinweg hunderte von Damen beglückt hat. Mhm. Und typisch für Ennis geht das Ganze gleich mit einer schönen, übertriebenen Gewaltdarstellung nach, wie er so Dschihadisten in einem Zeppelin bekämpft. Und es tauchen Figuren auf, wie ein Affe mit so einem zusätzlichen Gehirn, der mit der Gesichtshaut von jemandem als Handpuppe, die er als Handpuppe benutzt, und wirklich abgefahrener Scheiß. Mhm. Und Jimmy Regent löst das Ganze natürlich hervorragend und ebenfalls mit viel Gewalt. Mhm. Und auch hier gibt es so eine Art Q, der so verschiedene Sachen erfunden hat. Aber das Wesentliche ist, der Jimmy Regent bekommt eine neue Partnerin. Mhm. Die ist allerdings nicht so, dass ihr das besonders gut gefällt, mhm. Wie er sich verhält zur Damenwelt, oder generell hält sie ihn halt für ein riesiges Arschloch, was er in dieser Darstellung natürlich eigentlich auch ist. Mhm. Und er reist also, während er sich unterhält, die ganze Zeit bei her diverse Damen auf, und das wird dann auch relativ deutlich dargestellt. Hm. Und greifen ihn plötzlich auch so ein paar, ein riesiger Nazi-Kampfhubschrauber greift ihn dann, also es ist wirklich sehr, sehr abgefahren bis zu dem Punkt, wo er plötzlich angegriffen wird. Und die Prämisse hinter all dem ist, es haben sich eine Gruppe gefunden, nämlich seine nicht angenommenen Kinder, die er über die ganzen Jahre, in denen er die Frauen glücklich gemacht hat, die haben sich zusammengeschlossen, weil sie ihn als Vater nicht erlebt haben und wollen ihn halt umnieten. Und da gibt es eine riesige Anzahl, die hinter ihm her sind. Mhm. Und er muss das bekämpfen, aber es steckt noch eine Kleinigkeit. Gab es denn auch mal so einen Film, wo dann einer praktisch auf einmal ganz viele Kinder hat, weil er in der Samenbank irgendwas, so Komödie, so US-Komödie? Irgendwie nach Adam Sandler. Nicht ganz, sowas Vince spielen. Vaughn war das. Vince Vaughn? Ja. Okay. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie er heißt. Aber so ein bisschen in die Richtung klingt das, ja. Aber das ist natürlich hier nochmal vor dem Agentenhintergrund, ne? Ja. Mhm. Richtig gut gestaltet ist das Cover, wo er auch wirklich, es könnte auch James Bond sein, mit diversen... Aber das ist auch so ein bisschen Anspielung auf Charlie's Angels dann, ne? Nee.
Überhaupt nicht, wenn du dir das komplett, also ja, vielleicht auch naja, diese so Darstellung vom Frauen. Jetzt ja. Her und sowas. Aber es ist halt schon eher Bond, also es könnte auch so vom Titel her, meine ich jetzt. Aber. Ja. Ja, ja, vielleicht, aber da geht es mehr darum, um möglichst viele Frauen mit Knarren und in Bikinis darzustellen, sage ich jetzt mal. Das, ja gut, Knarren hat sie bei Charlie's Angels nicht. Hast du das sehr gut? Nee, vielleicht bin ich da nicht versiert genug. Ich habe das jetzt auch, das war jetzt nur so eine Idee in die Richtung. Aber in die Richtung geht es inhaltlich okay. Nicht. Das mal optisch. Ich dachte halt auch so nur bei dieser Titelskombination, weil der Jimmy's Bastard, Charlie's Angels. Ja, ja. Okay, da kommen Hogan's Heroes. Ja. Naja, gut, okay. Ruhig. Ja, also ich weiß, vielleicht haben dich die verschiedenen Bikinis, die hier dargestellt werden, ein bisschen abgelenkt, was Nein. Ich verstehen könnte. Innen drin sieht es nämlich aber optisch ganz anders aus, ne, weil das ist von Russ Brown gezeichnet und der hat schon öfters was mit Ennis zusammen gemacht. Mhm. The Boys war dabei. Und so sieht das Ganze auch aus. Also es gibt bessere Sachen von S, muss man klar sagen. Wer so ein bisschen an diesen klamaukigen, gewaltreichen Sachen Spaß hat, der wird das hier finden. Auch so ein bisschen diese abgefahrenen Gegner, die er teilweise in der Punisher, in seinem Punisher ran hatte, wie der Russe oder sowas. Solche Figuren tauchen hier halt auch auf, gar keine Frage. Also schon sowas deine Stereotype. Ja, aber es ist ein typischer Ennis-Ding und ohne viel Inhalt. Er zieht das genüsslich durch den Kakao, das Ganze. Kann man lesen, wenn man an dem Genre Spaß hat. Man muss es aber nicht gelesen haben. Hinten finde ich sehr interessant, steht genial übersetzt von Comedian Hennes Bender. Also, ach was. Das Ganze hat Hennes Bender übersetzt, aber gut, ich sage jetzt, mir fällt das jetzt nicht besonders auf, ehrlich gesagt, wer das jetzt hier übersetzt. Also nicht in Ruhrpottdeutsch. Nee, also er hat es nicht in der Mundart von Nordrhein-Westfalen, wie er das bei Asterix, glaube ich, hat er das ja gemacht. Genau. Sondern ganz normal übersetzt, würde ich sagen. Wie gesagt, für Fans ist das sicherlich was, wenn man sagt, ich möchte mir mal ein bisschen was von Ennis lesen, dann gibt es sicher mit einigen Punisher-Sachen oder zum Beispiel mit Preacher gibt es da deutlich bessere Sachen als das. Also hat so ein paar Sprüche drin, wo du sagen könntest jetzt, das wäre okay, das könnte... Ich kenne halt das Original nicht. Also, naja, ich meine, jetzt so von der Übersetzung her, also klar, dass es irgendwas Eigentümliches so drin hat, so von wo du sagst jetzt, das könnte Bender gewesen sein, ich meine, also, ja, das ist irgendwie... Besonders spaßig ehrlich gesagt nicht und würde ich mir von der Übersetzung auch ehrlich gesagt nicht wünschen. Weil das ist eh schon sehr klamaukig genug. Ich meine, da gibt es nachher eine super Waffe, wo allen Leuten Brüste wachsen. Okay. Also Männern Brüste wachsen in da hat man doch gerade schon sowas Ähnliches. Ja. ja, aber so ein Klamauk ist dann natürlich drin. Aber jetzt, also wäre auch kein kommt uns auf uns auch noch zu, ne? Dass uns Brüste wachsen, ne? Ja, bei mir ist ja schon soweit, ne? Also. Aber das ist, ja gut, wieder was anderes. Garth Ennis war doch auch The Boys, glaube ich, ne? Oder? Oder habe ich den jetzt durcheinander gebracht? Ja. Doch. Ja. Genau. Kommt ja demnächst als TV-Serie. Wirst du es gucken? Wahrscheinlich eher nicht. Also ich lasse das erstmal, ich bin mit TV-Serien, habe es jetzt eh nicht so und wenn dann eher mal gesammelt und am Stück. Also, naja, ist ja. Ist schon. Also wird es ja, glaube ich, sein, bei Amazon oder sowas. Halte ich viele Sachen für unverfilmbar, aber das war bei Preacher, weil auch... Trailer sah schon mal ziemlich gut aus. Ja. Nö, halte ich mir mal im Hinterkopf. Preacher hat dir dann auch besser gefallen. Preacher war erstaunlich gut. Ja. Oder am Anfang so ein bisschen... Ja, die Serie hat dann auch irgendwie die Kurve noch für mich besser hingekriegt. Also, aber man muss sich halt darauf einlassen, dass verschiedene Sachen einfach anders dargestellt werden. Mhm. Ne? Also okay. Das ist dann halt so. Aber dadurch, dass ich den Comic jetzt selber nicht so verfolgt habe, hat mich das dann wieder weniger gestört und von daher. Du weißt, ich habe immer das Problem, wenn Figuren anders dargestellt werden, als sie in dem Comic dargestellt sind. Und das war bei Tulip halt der Fall. Ne? Ja. Also die Darstellerin, die macht einen richtig guten Job, die stellt aber nicht die Tulip da, die ich aus dem Comic kenne. Mhm. Ne?
Also egal in welche Richtung sich die Hautfarbe da dreht, ne? Also mir ist das ja, aber das ist mir vollkommen egal, aber so sah meine Vorstellung davon einfach nicht aus. Die war ja durch, weißt du, in Büchern ist es immer so, da ist es ja eigentlich immer so, dass es da Unterschiede gibt, weil niemand weiß, wie du das in deinem Kopf vorstellst. Klar. Aber im Comic hast du eine sehr präzise Darstellung davon. Das ist bei, richtig, ja. Und bei Preacher, bei der Figur selber, haben sie das ja sehr gut hingekriegt, dass er in die Richtung geht. Mhm. Bei anderen wie Star oder so oder Arschgesicht haben sie das ja hervorragend hingekriegt in der Serie. Mhm. Aber bei Tulip, wie gesagt, da haben sie was ganz anderes gemacht. Obwohl sie natürlich auch eine gute Darstellerin ist. Aber es ist halt nicht, ne? Es ist halt was anderes. Egal. Egal. Kommen wir doch mal zu einem Titel, den ihr wahrscheinlich nie von mir erwarten würdet, dass ich ihn bespreche. Mhm. Außer natürlich die Leute, die es jetzt schon gelesen haben, weil dazu habe ich auch eine Rezension geschrieben und das seit langem mal wieder. Und zwar, wir hatten es ja vor etlichen Episoden schon mal erwähnt, dass War Comics praktisch oder Blim Blim Productions über den Titel War Comics so ein Mini-Abo anbietet für 4 Ausgaben, ne? 20 Euro. Ne? So war es doch. Und als ich jetzt irgendwann vor kurzem erfahren hatte, dass der gute Sascha Dörp Titel der neuesten War Comics Ausgabe beisteuert, war das für mich so der Grund, jetzt zu sagen, okay, da steige ich jetzt mal ein. Mhm. Tatsächlich ist es ein interessanter Titel für Neueinsteiger, weil hier tatsächlich auch der Fortführungscomic abgelöst wird. Also bisher war das ja immer der Typ ohne Hose, ne? Dieser Western-Titel von Andreas Butzbach. Und der kommt hier drin auch nochmal vor, aber in einer etwas anderen Form. Also da kommt, es gibt keine Geschichte. Hier gibt es eine Splash-Page, Pin-Up-Page von eben diesem Typ ohne Hose, aber komplett in Kleidung. Mhm. Und das ist das Einzige, was von ihm hier noch drin ist. Ansonsten, ja, haben wir wieder eine wunderbare, bunte Mischung an verschiedenen Titeln. Und zwar ist das erste eben diese, wie eben schon erwähnte Geschichte von der Butter von Berlin, von den Dörps. Warum die Dörps? Es ist Peter Dörp, der das geschrieben hat. Mhm. Peter Dörp ist der Vater von Sascha Dörp. Der hat es falsch. Ne? Mhm. Genau. Und diese Geschichte spielt halt in den frühen 1900er Jahren in Berlin und da ist der gute Ernst Genner, nehme ich immer an, oder Gennert, weiß ich jetzt nicht, wie genau er jetzt ausgesprochen wird, der kurz vor seinem ersten Arbeitstag steht am Alexanderplatz als Kriminalkommissar anzufangen. Mhm. Und noch bevor er überhaupt seine Amtsstube betreten kann, wird er praktisch in so ein kleines Raubdelikt verwickelt, was er schon mal auflösen kann, hinter dem aber später noch ein bisschen mehr steckt. Und das erfährt man alles in der ersten Geschichte schon so ein bisschen und das ist aber auch nur der Auftakt zu etwas Größerem, wie man dann schon sich vorstellen kann. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. So, die zweite Geschichte im Band ist Glutenus. Ein Zeichner namens Kevin Woody hat die gestaltet und es ist ein kleines witziges Gedankenexperiment, was zwei Brotscheiben an einem Strandzoo zu suchen haben. Ja. Ist ein kleiner Vierseiter, ein bisschen surreal, aber sehr witzig und cartoonig gezeichnet. Also genau mein Ding eigentlich. Ja. Mhm. Dann haben wir einen Einseiter, der nennt sich Hohlerde und wird von einem gewissen Lukas Kowalczuk gestaltet. Spielt so ein bisschen mit dem Alltag der Bewohner der Hohlerde. Und wenn man so ein bisschen die Theorie um die Hohlerde, die Verschwörungstheorie um die Hohlerde kennt, oder den Verschwörungsmythos, neues Wort habe ich gelernt, kann man sich so ungefähr vorstellen, wie die Bewohner da aussehen. Ja. So, dann haben wir Kein Service, nennt sich die Geschichte. Das ist auch die zweite längere Geschichte in dem Band, die sogar noch ein bisschen länger ist als der Fortsetzungscomic. Die ist nämlich auf 10 Seiten präsent und behandelt zwei
ja, zwei Charaktere namens Oscar und Clement. Und die bewegen sich durch die weiten Welten eines Multiversums, um in diesen verschiedenen Realitäten Techniken und Ressourcen zu finden und sich anzueignen. Ja. Natürlich gibt es dabei immer so ein paar Probleme und das Ganze entwickelt sich zu so einem kleinen actiongeladenen Fiasko und oder Szenario vielmehr. Und die ganze Geschichte endet mit einer kleinen Pointe, die ich da so an der Stelle nicht erwartet habe, aber die das Ganze ziemlich auflockert. Mhm. Von der Machart hätte ich gerne ein bisschen mehr. Also mal gucken, ob von diesem Team, bestehend aus Jared Aluyan, Vinicius Calleiro und Linda Campbell, noch ein bisschen mehr kommt. Ja, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sieht auch sehr professionell aus, muss ich jetzt hinter, das war das, was du hier gerade hattest, muss ich jetzt so hinter aktuellen Publikationen aus dem Sci-Fi-Superheldenbereich nicht wirklich verstecken. Ne? Sieht ziemlich klar aus. Sehr gut aus, auch ja? Geile Farben. Also wirklich. Ja. Ich finde generell auch die wie es gedruckt ist, ist halt sehr hochwertig auch gemacht. Ne? Das stimmt, ja. Ja, haben sie gut gemacht. Kommt bei verschiedenen Monstern und dann kommt es natürlich sehr gut zu tragen hier. Ja. So, und dann ganz am Ende haben wir dann noch der erste Traum. Das sind die vier letzten Seiten und die wurden von Anna Szymborska gestaltet. Das bildet so ein bisschen das bildet so eine Traumsequenz ab, die so ein bisschen verstörend wirkt. Mhm. Ja. Auch ein toller experimenteller Vierteiler. Vierseiter. Sagen wir mal so. Ja. Ja, also, wie gesagt, auf der allerletzten Seite, auf dem Backcover, nochmal alle vorgestellt, die an der Ausgabe mitgewirkt haben. So ein bisschen aufgemacht wie so eine klassische Anzeigenseite, die man so aus den USA kennt, wo man Sachen bestellen konnte. Aus den 60er, 70er Jahren. Ja, genau. Hm? Ja, ja. Und wo du die Sea Monkeys dir kaufen kannst. Zum Beispiel, genau, richtig. Oh. Ja. Ja. Und auch das Cover wurde von Sascha Dörp gestaltet, eben mit der Titelfigur, dem Buddha aus Berlin. Und ja, also rundum gelungene Ausgabe, wieder tiefsten Respekt an die Auswahl, die der Thorsten zusammengestellt hat. Mhm. Macht mir richtig Spaß, macht mir immer mehr Spaß. Also jetzt, gut, das war jetzt meine erste gekaufte Ausgabe und ja. Freue mich echt auf die nächsten Ausgaben, kann ich nicht anders sagen. Sehr schön, stört. Da werden wir immer mal wieder was von dir hören dazu. Ja, ne? Genau. Sehr schön. Nee, sieht hab's gut aus. Bekommen und hab's auch direkt weggelesen. Also das, ja. Das passiert ja nicht so häufig. Mhm. Ja. Genau. Ich finde, dieses Abo ist auch eine gute Gelegenheit. Ich hole mir die Sachen ja gerne signiert auf Messen etc. Okay. Aber tja, jetzt kommt es ja irgendwie nicht so dazu, dass ich irgendwie in München bin, was eine Gelegenheit bin, weil Plemplem wird auch in München auf dem Comic Festival sein. Mhm. Habe ich jetzt gelesen. Letztes Mal waren sie ja, glaube ich, bei der Comic Con Germany oder German Comic Con, die parallel dazu lief. Okay. Und diesmal sind sie aber tatsächlich beim dann selbst. Beim Festival selbst. Na gut, die Comic Con ist ja auch vorher irgendwie, eine Woche vorher. Ah, okay. Diesmal. Hm. Ah, da können wir dann auch nochmal drauf eingehen. Es gibt mit den Messen gibt es ein bisschen durcheinander, aber ja, da wieder mal. Aber diesmal aus anderen Gründen können wir dann später nochmal drauf eingehen. Kurz. Kannst du auch gleich machen. Kann ich auch gleich machen. Und zwar ist es, allerdings muss ich da ganz kurz nochmal was suchen zu. Ist es so, also wie gesagt, also am Wochenende vom 15. glaube ich, ist dann eben diese German Comic Con in München. Dann haben wir die Woche drauf. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Die Woche drauf eben das Comic Festival in München. Mhm. Kommt gleich nochmal zu den ganz genauen Daten. Hier haben wir es doch. Also, genau. Alle zwei Jahre das Comic Festival. Das ist jetzt dieses Jahr wieder soweit im Wechsel mit Erlangen. Ist vom 20. bis 23. Juni. Und zwar, wo haben wir es? In der alten Kongresshalle, wie auch die beiden Male davor sehr gut schon. Hm? Ja.
Genau, 4 Tage lang um Frohen Leichnam. Genau. Wochenende des 29.06. und 30.06. gibt es in Stuttgart diese Comic-Con Germany, also Konkurrenzveranstaltung zur Comic-Con Germany. Nee, German Comic-Con, ich komme jedes Mal durcheinander. Genau, die Comic-Con Germany ist in Stuttgart, mit dabei eben auch Panini. Und Panini muss ich dies jetzt so ein bisschen aufteilen, weil es gibt plötzlich in Köln auch noch was. Und zwar die Comic-Con Experience. Und die findet statt vom 27. bis 30.06. Und da wird man jetzt merken, oh, der 30.06., der wurde doch eben schon mal erwähnt. Ja, genau. Also es ist in dem Fall 3 Tage, glaube ich. 27. bis 30.06. Genau, da ist diese Messe in Köln an 4 Tagen. Und die Comic-Con in Stuttgart ist nur an dem Wochenende. Genau, so ist es. Also wer jetzt wirklich auf beide Messen will, der könnte theoretisch Donnerstag und Freitag nach Köln und dann am Wochenende nach Stuttgart. Mhm. Wer sich gerne zerreisen möchte. Weil die Comic-Con die Comic-Con Experience in Köln, die macht so ein bisschen den Dicken, weil die holen da jede Menge internationale Comic-Künstler dazu. Guckt euch da auf der Seite ruhig mal um. Es stehen einige große Namen dabei und ja, vielleicht ist es auch mal was Interessantes, aber die größteilig deutsche Community an Zeichnern und Comic-Künstlern hat sich eigentlich mehr oder weniger auf die Stuttgarter Comic-Con so ein bisschen geeinigt, dass man sich da trifft. Wurde auch immer sehr gelobt von denen, die da waren. Ja. Genau. Ich weiß es jetzt immer noch nicht hundertprozentig, ob ich nicht mal die Stuttgarter mir angucke, weil das schon eine Weile vorhab und letztes Jahr war ja nun Erlangen und dieses Jahr spare ich mir das Comic-Festival in München auch. Deswegen könnte es gut sein, dass wir da nochmal einen kurzen Abstecher hin machen. Ich meine, Stuttgart ist mir jetzt auch schneller als in München zum Beispiel. Mhm. Gut, nach Köln hätte ich es wahrscheinlich genauso weit. Aber ja, mal gucken. Genau, und dann haben wir die German Comic Con noch. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Die ist dann eben das Wochenende vor dem Festival ebenfalls in München. Und zwar am 15. und 16. Juni. Und zwar in der Kulturhalle Zenit. Ja. Mhm. Da bei dieser Comic-Con-Reihe hat es ja in der Vergangenheit nicht so viel mit Comic-Leuten zu tun gehabt. Gut, auf dem Dortmunder Original hat man irgendwann einen Preis ins Leben gerufen, den Rudolf Dirks Award, um das so ein bisschen zu zelebrieren. Aber weiß ich nicht, ob dadurch jetzt wirklich mehr Comic-Künstler dann da waren. Wahrscheinlich die einen Preis bekommen haben. Ja, okay, aber sind da auch mehr Comic-Künstler aufgetreten, haben da gezeichnet. Keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht einschätzen. Für diese Comic-Con in München, die German Comic-Con, sind jetzt mittlerweile immerhin bisher 3 Comic-Zeichner, Zeichnerinnen angekündigt, und zwar die Christine Wendt, der Jan Gulbransen, Disney-Zeichner, und der uns allen bekannte Röttger Brösel-Feldmann. Mhm. Der durch seinen Werner natürlich sehr bekannt geworden ist. Und ja, mal gucken, ob man sich seitens der German Comic Con vielleicht ein bisschen mehr Richtung Comic auch orientiert. Wünschenswert wäre es. Die Frankfurter Ausgabe gibt es ja seit diesem Jahr nicht mehr oder vielleicht pausiert es auch nur. Dafür hat man halt nochmal eine in Dortmund gemacht, und zwar die Spring Edition hat man das Ganze genannt, also die Frühjahrsausgabe des Ganzen. Und keine Ahnung, wie es da gelaufen ist. Also die Stuttgarter Comic-Con ist bei vielen deutlich höher im Kurs. Zumindest bei vielen Zeichnern habe ich das mittlerweile gehört. Ich denke, Frankfurt ist für viele halt auch ein sehr teures Pflaster. Das war ja, glaube ich, in der Messe, ne? Ja, das war auch noch direkt in der Messe. Das ist natürlich wahrscheinlich die teuerste Location, die du für sowas in Deutschland buchen kannst. Kostenfaktor, ne? Ja, und dann war auch die Messe nicht komplett besetzt. Das war auch immer so, also die Messehalle selbst, nicht? War, obwohl man das letzte Mal schon in eine kleinere Halle gegangen ist, sah es trotzdem noch so ein bisschen verloren aus. Ja. Es ist halt alles leider nicht ganz so optimal irgendwie. Schade. Ja. Mhm.
Ja, wie gesagt, die anderen Ausgaben kenne ich alle nicht. Kann auch sein, dass die um einiges besser sind, die Münchner Ausgabe und die Dortmunder Ausgabe. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Die Berliner kenne ich auch nicht. Also von daher, ich weiß es nicht. Es ist halt so ein bisschen vielleicht wie bei den Fernbussen. Ne? Mhm. Da hatte einer eine Idee. Ja. Und dann haben sie viele nachgemacht und irgendwie muss ich da ja so ein bisschen selektionieren, weil wir können uns ja, also kein Comic-Fan kann sich wahrscheinlich teilen und zu jeder Veranstaltung fahren. Also, ne, also jeder, der irgendwie ein bisschen was an Privatleben hat, wird da Probleme haben, mehrere Wochenenden mit, sagen wir, wie es ist, mit einer ähnlichen Veranstaltung einfach zu haben. Natürlich die Gäste variieren, aber so eine Con ist natürlich im Endeffekt, wenn du das zelebrierst, was es da gibt, nämlich dass du Fotos machen kannst und ähnliches, vermutlich für den Besuch auch weitaus teurer, als wenn du ganz normal zum Comic-Festival oder nach Erlangen fährst. Ja. Ne? Weil da es ist ja ein ganz anderes Zielgebiet, ja. Auch Zielpublikum, was es ansprechen soll. Ja. Deswegen, ja, wir beide haben uns auch hier mal on-air drüber unterhalten, also dass das nicht unser beider Ding ist, sich da mit irgendwelchen Leuten fotografieren zu lassen oder irgendwelche Autogramme zu kaufen oder sowas. Und von daher sind diese Comic-Cons natürlich, oder die, also zumindest mal jetzt der Ableger der German Comic-Con, da ist schon eine Überlegung, ob man da als Comic-Fan überhaupt hingehen sollte, weil das halt schon in eine andere Richtung geht. Und bei der Comic-Con Germany, wie gesagt, da gibt es dann zumindest mal eine Artist-Alley und sowas. Also von daher ist dann vielleicht schon mal eher interessant. Wie gesagt, die Kölner müssen wir jetzt mal abwarten, was da so an Berichten kommt. Und ja, wer das ganz klassisch mag, der besucht sowieso so ein reines Comic-Festival wie eben Comic-Salon Erlangen oder eben jetzt das dieses Jahr stattfindende Comic-Festival in München. Mhm. Genau. Na, der Batman. Dö, 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 dö. Ja, der liebe Breedstone möchte mir einen Heiratsantrag machen. Nee, Quatsch. Midlife-Crisis. Nee, aber wir können mal zwei Ausgaben miteinander vergleichen. Und zwar kommen wir zu einem der Highlights des Jahres. Zumindest wird es von Panini so gepusht und auch zelebriert. Und zwar Batman und Catwoman, die Hochzeit. Und zwar gab es von relativ demselben Inhalt, bei dir wahrscheinlich ein bisschen mehr drin, aber dazu kommen wir gleich, zwei unterschiedliche Ausgaben. Und zwar geht es um eben diese Hochzeitsausgabe, die einmal in dieser Heftform vorliegt, die dann auch nochmal in Überraschungstüten verteilt wurde mit 80 unterschiedlichen Covern. Mhm. Aber ich habe die ganz reguläre Ausgabe und du hast das Ganze auch und nennt sich bei dir aber das Hochzeitsalbum. Genau. Mhm. Ein großformatiger Hardcover-Band, wie ein franco-belgisches Hardcover-Album im Prinzip ist es. Ja. Ja. Genau. Da erkenne ich doch einiges wieder. Genau. Also vom Inhalt her ist es sehr ähnlich, sag ich mal. Wie viele Seiten hast du da drin? Ja, da ist schon noch eine zusätzliche drin. Ne? So ist es nicht. Okay, gut. Gehen wir erstmal durch. Also wir haben natürlich den großen Hauptanteil. Der ist nicht paginiert hier. Was ist es nicht? Paginiert. Sollst doch nur ein Fremdwort innehmen. Die Anzahl der Seitenzahlen taucht nicht auf den Seiten auf. Oh, das ist halt paginiert. Ja. Oh, da kommt der Drucker vor. Guck mal hier, der Herr. Der Redakteur hat schwör. Dem Redakteur ist nichts zu schwör. Ja. Stimmt, hier auch nicht. Ja. Ja. Aber es geht ja bei dir schon, geht es anders los, oder? Lass uns mal die erste Seite, genau. Da geht es schon anders aus. Also, das ist schon, aber ich weiß nicht, wie die Hefte, ich bin auf meinem Batman-Stapel leider noch nicht dahin vorgedrungen, aber ich habe mir gedacht, wenn die schon mal heiraten, dann möchte ich natürlich auch in der attraktiven Ausgabe, außerdem war ich der Meinung, dass die zweite Story, die da enthalten ist, die inhaltlich nichts mit der ersten zu tun hat, sondern es ist auch so ein bisschen Elseworld-mäßig, dass die nicht anders erscheinen würde. Dann habe ich mir gedacht, ja, es sieht ja schon sehr gut aus. Es gibt einen redaktionellen Teil in dem Album über mehrere Seiten. Also es ist wirklich auch von der Haptik her ein wunderbares Ding. Ein bisschen Spotlack vorne drauf. Und letztendlich
zur Geschichte an sich selbst kann man jetzt relativ wenig sagen. Das stimmt. Sollte man wenig sagen. Ja. Aber wie gesagt, es heißt halt, das Hochzeitsalbum bei dir heißt die Hochzeit. Mhm. Cover ist relativ ähnlich, bei dir natürlich ein bisschen mit anderen Farben gestaltet. Mhm. Dann hast du den Spotlight schon erwähnt, das sieht bei dir natürlich alles ein bisschen hochwertiger und edler aus. Aber das Motiv ist im Grunde dasselbe. Mhm. Und ja. Es geht darum, dass Batman, halt Catwoman, ne, schon lange einen Heiratsantrag gemacht hat, richtig. Und nun werden die Hochzeitsvorbereitungen abgefeiert. Mhm. Und bis es dann zum Endpunkt der Geschichte kommt, da vergeht einige Zeit, aber auch einige Zeitebenen, weil was sie hier hervorragend gemacht haben, meiner Meinung nach, sie haben alles, was Rang und Namen hat, an Zeichnern versammelt und jeder durfte zwischendurch immer so eine Rückblickseite so ein bisschen zeichnen, was so ein bisschen Pin-Up-Charakter richtig, hat, dass es so wirklich Pin-Up-Seiten sind das. Ja. Sieht man, wie die zwei aufeinandertreffen in verschiedenen Jahrzehnten und vor allem auch in komplett unterschiedlichen Kostümen, da ist wirklich nahezu jeder dabei, der Rang und Namen hat bei den Batman-Zeichen. Ob es jetzt ein Frank Miller ist, der ihn sicherlich mitgeprägt hat, Neil Adams ist dabei, Andy Kubert, Tim Sale natürlich, also das ist Finch, also Capullo. Ja, und du hast natürlich, du siehst bei Batman natürlich jetzt nicht so viel Varianz im Kostüm, also ich meine, das ist ja doch irgendwie immer ähnlich zumindest. Mhm. Natürlich hast du so Details, die anders sind, je nachdem, wer gerade gezeichnet hat oder welche Epoche dargestellt wird. Das Symbol mal anders, die Farben mal anders und so weiter und so fort. Aber bei Catwoman hast du ja dann doch schon eine ziemliche Bandbreite an verschiedenen Kostümierungen drin und Kostümvarianten von bis, ja, also wirklich alles. Von der biederen Kleidträgerin über die sexy Verführerin über die kurzhaarige Dame im Lack- und Leder-Outfit. Genau. Also, ist wirklich alles dabei und das hat schon so ein bisschen Bildbandcharakter hier, das Ganze. Ne? Richtig, ja. Das, also das kann sich meiner Meinung nach niemand, egal ob er sich jetzt für die Hefte, sind glaube ich auch mehrere Hefte, wie gesagt, so weit bin ich nicht, oder diesen Sammelband entscheidet, kann sich das nicht entgehen lassen. Auch die zusätzliche Story, die da drin ist. Die ist jetzt quasi davor dann, oder? Nee, das ist eine Art Elseworld. Ja. Und da geht es auch über die Liebe der beiden. Ich meine jetzt inhaltlich angeordnet, vor dem Hauptteil oder? Die ist in der Mitte. Okay. Geht die los und füllt den zweiten Teil des Albums. Mhm. Und da zeigt es auch die Entwicklung der Liebe der beiden, aber halt auf einer alternativen Erde. Das könnte zum Beispiel Erde 2 sein, wie wir es früher klassisch kennen, wo ja auch Huntress die Tochter von Batman und Catwoman dann war. Und wie sich diese Liebe, weil, wie gesagt, ich war eigentlich der Meinung, ich hätte irgendwo gelesen, das wäre was Exklusives im Panini-Forum. Ja. Wurde mir auch schon berichtet, das wäre nicht so. In der Etage unter mir wären die Comics, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich das rausgearbeitet habe. Okay. Das wäre vielleicht mal ein Projekt für meinen nächsten Urlaub. Im letzten habe ich ja mein Spider-Man-Badlog Backlog durchgearbeitet und Batman wäre jetzt eigentlich auch mal wieder fällig. Mhm. Zumal mir die Sachen, die Tom King so macht, eigentlich immer ganz gut gefallen. Gerade jetzt, wo wir es wieder mit Scott Snyder haben, Tom King ist ja dann doch deutlich klarer strukturiert und einfach ja nicht so verworren, wie Snyder das zumindest manchmal gemacht hat. Bei Snyder hatte ich manchmal so ein bisschen diesen Lost-Effekt, dass es immer wilder und wilder wird und am Ende habe ich das Gefühl, ich habe die Auflösung verpasst. Ne, fehlt nur noch der Eisbär. Und wie gesagt, ein hervorragender Zusatzteil hinten von Christian Endres, ne, die Station einer Liebe, wo er halt die verschiedenen Kostüme sich mal vornimmt, die verschiedenen Hefte, in denen die zusammen aufgetaucht sind und auch wirklich das Ganze mit Comic-Material auch belegt, dass man das wirklich gut nachvollziehen kann, woher da die ein oder andere Idee oder, ja, Idee kann man ja nicht sagen, sondern Quelle Inspiration dann wirklich stammt. Und natürlich auch noch viele Skizzen, zum Beispiel, was sollte Catwoman da für ein Kleid anziehen, auch verschiedene Entwürfe. Und ja, also es ist eine runde Sache, das Ganze. Also das, es ist mit Sicherheit ist das ein Ding, was in die Sammlung gehört einfach. Mhm.
Ne? Ob jetzt als Album oder als Heft, aber das wird ja sicherlich so einen gewissen Meilensteincharakter haben. Mhm. Batman und Catwoman. Wer hätte es gedacht? Ja. Ja. Gut. Was jo. Du da? Bleiben wir nochmal kurz bei den Superhelden. Ja, ja. Was anderes von Batman. Mhm. Ist jetzt schon ein bisschen her. Aber wahrscheinlich die Batman-Story, die mich dieses Jahr am meisten... Achtung, Klassiker. Gekauft, aber noch nicht gelesen. Aha, ja, aber da hast du was Gutes gekauft. Ja, und zwar handelt es ja sich um Batman, der weiße Ritter. Mhm. Übrigens, alles, was wir jetzt so besprochen haben, ist natürlich auch auf der Homepage als komplette Rezension, wo wir ein bisschen näher ins Detail alles, gehen. Aber, ja. Mhm. Aber das meiste ist, also Batman, der weiße Ritter, weiß ich, habe ich geschrieben. Auf jeden Fall, ja. Und wer näher ins Detail gehen will, wir können jetzt, wir hatten jetzt wirklich so viel, also wenn wir da ins Detail gehen würden, dann wäre der Podcast wahrscheinlich 6 Stunden, wenn wir da alles aufarbeiten würden. Aber Batman, der weiße Ritter, große Empfehlung von mir, bis jetzt für mich die beste Batman-Story des Jahres von Sean Murphy und Matt Hollingsworth. Und was hast du denn? Mein Lesezeichen. Also, ah. Die haben eine Batman-Story, ist im Prinzip auch ein bisschen Elseworld-mäßig geschaffen. Da ist die Prämisse, dass der Joker geheilt werden konnte. Mhm. Und der Joker macht sich dann im Umkehrschluss, also die Geschichte ist sehr, sehr schnell erzählt, in seiner Heilung dann als Thema, ja, was macht Batman da eigentlich die ganze Zeit? Ist das, findet ihr das normal, was bei dem ist? Also er ist dann auch nicht mehr geschminkt, sondern läuft rum wie ein ganz normaler Typ, begleitet von Harley Quinn. Und ja, das ist wirklich... Ich will nicht zu viel darüber verraten, aber wenn er von allem, was wir jetzt Batman-mäßig erläutert haben, irgendwas lesen wird, wäre es trotz genau, der Schönheit, wäre es wahrscheinlich, der Weiße Ritter. Mhm. Das Ganze ist unter DC Black Label erschienen, was ich so ein bisschen an erwachsene Leser richten soll. Ich könnte jetzt sagen, wir hatten schon mal Vertigo, was sich sowieso mal an Erwachsene gerichtet hat, aber wenn mir ist egal, wie es heißt, wenn es solche Sachen hier fördert und auch die Zeichnungen von Hollingsworth sind hervorragend hier drin, also da hatte ich unglaublich viel, wie die verschiedenen Schurken dargestellt sind und so weiter und so fort, da hatte ich riesigen Spaß. Es ist natürlich klar, von Anfang an hat man die Vermutung, der Joker spielt das nur die ganze Zeit und er will das gar nicht richtig sein. Und es gibt dann auch noch eine zweite Harley Quinn, nämlich eine Dame, die das Ganze, die den alten Joker gut findet und ihn dauernd zurückholen will und muss sich dagegen wehren. Und also es ist wirklich ein riesiger Spaß, aber eine mit sehr ernstem Hintergrund. Durch das Batman kommt natürlich drin vor, gar keine Frage, aber für mich ist die eigentliche Hauptfigur dann hier drin wirklich tatsächlich der Joker und richtig gut dargestellt und seit langem das Beste, was ich mit dem Namen Batman drauf gelesen habe. Also das wirklich von der Atmosphäre alles sehr, sehr dicht. Man muss natürlich akzeptieren, wenn sich der Joker gegen Batman wendet und dabei versucht, die Gesellschaft zu überzeugen, muss man sich natürlich darauf einlassen, dass es klappen kann. Also man würde natürlich, wenn man es logisch betrachtet, würde man sagen, ja, die ganze Zeit haben sie ihm doch vertraut und jetzt ist es ja auf einmal nicht mehr so und jetzt ist es genau umgekehrt und so weiter und so fort. Darauf muss man sich einlassen können, sonst hat man da keinen Spaß, aber in Comics sind schon ganz andere Sachen passiert. Also wie gesagt, wenn ich da mit einem Realismus-Aspekt rangehe, das muss man der Geschichte verzeihen, dass man sagt, okay, plötzlich ist Misstrauen gegenüber Batman da. Ja gut, es ist ja auch in gewisser Weise eine Elseworld quasi. Also man weiß ja nicht, was da so die hundertprozentige Vorgeschichte dann ist oder ob das dann wirklich so 1:1 zu vergleichen wäre mit dem normalen Batman-Universum jetzt. Ja. Eignen sich besonders gut für Neueinsteiger oder Gelegenheitsleser, weiß ich jetzt nicht, ob ich das bejahen würde. Ja, für Neueinsteiger vielleicht, aber naja, gut, Gelegenheit, naja, gut, okay. Ein bisschen Batman vorauswissen sollte man haben, meinst du? Ja, also es macht die Sache auf jeden Fall besser. Mhm. Ja, gerade zu sehen, was vielleicht anders ist und so. Das war ja dermaßen erfolgreich, dass und zwar
ohne jeglichen Skandal, ne? Mhm. Es gibt ja andere Titel aus dem Black Label Universum, mhm. die in gewisser Weise einen kleinen Skandal brauchten, um so richtig gepusht zu werden. Mhm. Ob sie den brauchten, weiß ich nicht. Ich spreche gerade Batman Damned an. Ich habe es leider auch noch nicht gelesen, aber das wäre ein Titel, den wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben mal besprechen könnten. Mhm. Sehr gern. Das war jedenfalls so erfolgreich und ich freue mich wirklich auf den Band, den noch zu lesen, dass es da einen zweiten geben wird. Von. Da wird es eine Fortsetzung von geben von Batman. White, ja? Oh. Der Weiße Ritter. Sehr gut. White Knight. Sehr gut. Also das freut mich wirklich. Mhm. Da gäbe es nämlich aus diesem Universum noch einiges zu erzählen. Also richtig, richtig schönes Ding. Und auch sehr gut gezeichnet. Mal ja, und wenn wir doch gerade bei den gewohnten Helden sind, die in anderer Umgebung agieren. König der Überleitung. Ja, heute genannt ist genannt. Da hast du hier auf der Moderatorenschule aber einiges hier an Gas gegeben. Wovon der Steffen eine Anspielung macht, ist natürlich Old Man Hawkeye von Ethan Sachs und Marco Cecchetto. Sachs. So, das ist schon der leichte spätpubertäre, was haben wir vorhin gesagt, Midlife-Crisis-Podcast, der da so durchschimmert. Solange du nicht dauernd nickt sagst, ist alles okay. Ja, das kann mir nicht passieren. Nein, also wie gesagt, ich hatte ja den ersten Band schon abgesprochen und die Serie ist abgeschlossen in zwei Bänden. Der zweite trägt den Titel Das Vermächtnis und wir leben natürlich, also es spielt natürlich in der Welt von Old Man Logan. In der halt Wolverine so einer der letzten war, die das Ganze überlebt hatten, das Massaker an Superhelden und dass der Red Skull sich mit verschiedenen anderen zusammengetan hat, um die Helden auszurotten. Und Clint Barton seinerseits hat das Ganze irgendwie überlebt, was überraschend ist, weil er ja eigentlich keine Superfähigkeiten hat, sondern einfach nur gut trainiert ist und ein mega Bogenschütze. Aber er ist halt auf einem Rachefahrt momentan, den er im letzten Band schon begonnen hat. Und er jagt seine ehemaligen Teamkollegen von den Thunderbolts. Das sind ehemalige Schurken, die zeitweise dann zu Helden wurden in so einem Regierungsteam, wie wir es auch von der Suicide Squad zum Beispiel kennen. Das ist ja ein ähnliches Konzept damals gewesen. Es gab in der Anfangszeit waren die Thunderbolts ein richtig innovatives Ding, als wir das damals gelesen haben, wurde dann aber immer abstruser und mittlerweile hat man ja das Gefühl, es war schon bei jeder bei den Thunderbolts dabei. Diese Serie hat es aber sehr gut gemacht und bezieht sich vor allem auf die ehemaligen Thunderbolts aus der ersten Charge, also wo wir zum Beispiel Beetle drin hatten, der dann als, glaube ich, Mach 1 unterwegs war und so weiter und so fort. Und diese ehemaligen Teamkollegen jagt er, weil er will sich rächen und einiges noch rausfinden. Mhm. Ja? Dabei hat er seinen ehemaligen Sidekick, die ebenfalls eine Bogenschützin war, Kate Bishop, die hieß, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal Hawkeye. Und er hat halt das Manko, dass er das Augenlicht verliert. Und zusätzliches, was natürlich... Als Schütze nicht so gut. Ne? Nee, als alternder Schütze, also er ist wirklich schon weißhaar, also er ist immer noch, also er hat immer noch einen Adoniskörper, das muss man ganz klar sagen, aber er ist halt weißhaarig und sieht halt sehr, sehr schlecht. Und das macht sich dabei nicht sehr gut und auch die Kate Bishop kann ihn dabei nicht so hundertprozentig zu unterstützen, speziell wenn ihn dann Hochkaräter wie Bullseye, der mittlerweile Marshall Bullseye ist, ne, wenn der Skull die Macht hat, dann werden halt die Schurken, werden dann halt zu Gesetzeshütern und er folgt ihm die ganze Zeit einmal quer durch Amerika, während er auf ehemalige Teamkameraden trifft. Wundervoll gezeichnet auch das hier, das Cecchetto hat das gemacht, passt da sehr gut rein in diese postapokalyptische Atmosphäre. Und ja, also gerade wenn man die alte Thunderbolt-Serie, die erste kennt, ist es fast schon angebracht, das ein oder andere Tränchen da zu vergießen, weil man die Beziehungen des Teams untereinander kennt, ist das eine runde Sache. Ich würde es nicht höher ansiedeln als Old Man Logan, die Originalserie. Aber es ist schön, dass da was kommt, was jetzt nicht so übertrieben einfach alles nachmacht, was Old Man Logan vorgemacht hat, sondern den gerade mit dieser Thunderbolts-Ausrichtung da seinen eigenen Weg geht. Ja, Kuh melken wollen sie dann schon, weil es ist jetzt auch schon wieder was Neues angekündigt mit Old Man
Schon Peter Quill, glaube ich. Ehrlich? Ja. Okay. Also, so. Ja. Wie gesagt, es gibt immer mal wieder Gastauftritte. Wir haben einen Winter Soldier, der drin auftaucht und verschiedene andere bekannte Figuren. Also da wird schon einiges eingebaut. Und da das zeitlich ja noch vor Old Man Logan einsortiert ist, macht es auch noch Sinn, weil in Old Man Logan ja ganz gut aufgeräumt wird, was wir an Figuren haben. Aber das, man merkt wieder so ein bisschen, dass in diesen Elseworld What-If-Sachen einfach, ja, dadurch, dass du viel Möglichkeiten hast, was umzusetzen, radikaler sein kannst, was Tode etc. betrifft, dass da ganz andere Geschichten rauskommen, als du bei dem normalen. Ja, also natürlich im normalen Marvel-Universum hast du auch die Möglichkeit, viele Leute umzubringen, die kommen halt 3 Hefte später wieder. Das ist ein anderer Missstand. Aber hier ist es dann halt, weil man das eher annimmt, dass das jetzt auch der richtige Tod ist, weil es eine Miniserie ist, ist es dann doch ein bisschen radikaler alles. Also das... Kannst du auch so ein bisschen so diesen Ödland Wild West Habitus, wie es bei Old Man Logan war? Oder? Ja, auch. Auch. Auch, aber viel auch Postapokalypse innerhalb von Städten. Und es werden noch andere Regionen ausgehoben. Also es geht dann auch Richtung Kanada hoch und so weiter und so fort. Und kann man durchaus weglesen. Aber okay, boah, ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt eine Folge hatten, wo so viel Superhelden drin waren, Steffen. Ja, nee, dann kommen wir doch lieber nochmal zu den anderen Wild-West-Figuren, wie zum Beispiel den bekannten Cowboy Lucky Luke. Ich habe ja vorhin schon mal angekündigt, da gibt es ja einen zweiten Band. Was? Ja. Du wolltest mal sagen? Nee. Und zwar, oder? Machen wir es in der Reihenfolge. Ist zwar umgekehrt erschienen, aber es gab ja nun zwei große Meldungen in letzter Zeit, und zwar, dass deutsche Künstler französische Figuren umsetzen dürfen, und der eine davon ist eben Lucky Luke, der hier von Marvel umgesetzt wurde, und die Prämisse dabei, wie auch schon der Titel auf dem Cover verrät, ist: Lucky Luke sattelt um. Man sieht dabei auf dem Cover schon, Jolly Jumper guckt dem Cowboy so ein bisschen hinterher, wie er sich auf einem Fahrrad versucht. Und das ist auch die komplette Prämisse in dem Band. Ähnlich von der Story aufgezogen. Also es gibt wirklich deutliche Parallelen, weil ich sie ja nun auch beide relativ gleich oder nacheinander gelesen habe, zu dem Band, den ich vorher besprochen habe, Ein Cowboy in Paris. Es geht halt darum, dass eine neue Erfindung da ist, in dem Falle jetzt eben das Fahrrad. Vorher war es eben die Freiheitsstatue, fand es ein bisschen unterschiedlich, logischerweise. Aber die Prämisse ist ja ähnlich. Es gibt Leute, die irgendwas vereiteln wollen, nämlich eben diese Erfindung des Fahrrad möchte vereitelt werden von einem anderen Erfinder des Hochrad, weil er natürlich auf neuere Geräte und sowas, das will er nicht. Er will ja sein Hochrad weiterverkaufen. Und er fordert so ein bisschen den Erfinder dieses Fahrrads heraus, an einem Rennen teilzunehmen. Aber dazu muss dieses Fahrrad eben erstmal nach San Francisco kommen, wo eben dieses Rennen stattfinden soll. Und da ergibt sich halt, dass auch hier der Erfinder des Fahrrads wieder eher zufällig mit dem Lucky Luke zusammentrifft. Und dabei entspinnt sich halt ein wilder Roadtrip quasi durch die USA, auch durch den Westen und später durch den östlicheren Teil. Nee, wo liegt denn San Francisco? Damit ich jetzt nicht ganz falsch bin. Auch im westlichen, ne? Also durch den Westen. Am Pazifik. Genau. Und tief im Westen. Genau. Da entspinnt sich halt die Story, und natürlich ist es auch hier so, dass derjenige, der sich eben durch diese neue Innovation bedroht fühlt, seine Agenten losschickt und da den Lucky Luke und auch den Erfinder des Fahrrads und das Fahrrad selbst praktisch so ein bisschen zu boykottieren oder wenn alles andere nichts hilft, auch die einfach zu beseitigen, logischerweise. Und der Band kommt so weitestgehend ohne die klassischen Figuren aus. Also wir haben hier wirklich nur Lucky Luke drin, und Jolly Jumper spielt halt auch eine Rolle, logischerweise. Aber ansonsten war es das auch. Und macht einen riesen Spaß. Also diese Umsetzung von Marvel ist wirklich sehr gelungen. Die kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, wenn man den letzten regulären Band gelesen hat und jetzt diesen neuesten Hommageband liest,
erkennt man einige Parallelen, aber das macht Spaß, wie unterschiedlich die beiden Autoren und ja, hier ist es ja die Personalunion aus Autor und Zeichner Marvel, wie er im Gegensatz zu 8D und wie heißt der Autor gleich wieder, Juhl, da rangeht. Ja. Ja, großartig. Und wer die Zeichnung von Marvel mag, also die muss man natürlich mögen. Wir kennen sie ja schon aus Kinderland zum Beispiel, oder du hast, glaube ich, auch die früheren Sachen gelesen, die Band und sowas, ne? Ich habe alles gelesen. Alles gelesen. kann ich leider nicht behaupten, aber Kinderland hat mich ja damals schon dermaßen begeistert, dass der Kauf von dem Band natürlich ein absoluter Pflichtkauf war. Und den habe ich natürlich auch nicht bereut. Ich hatte wirklich einen riesen Spaß dabei. Und da habe auch einen kleinen Lucky Luke vorn drin. Also es gab nämlich eine Signatur, eine Signierstunde. Und, bin ein bisschen neidisch. Ja. Weil da, also das ist ja nicht nur, das ist nicht nur ein kleiner Lucky Luke, wie du sagst, sondern der hat ihn komplett lehnend an der Mauer fast den ganzen Körper gezeichnet und koloriert. Ja. Also das sieht schon, also sieht aus, als wäre es direkt eine Zeichnung aus dem Band halt auch. Ja. Und wirklich sehr, sehr schön und und wer Marvel kennt, das ging auch wirklich relativ schnell und sehr netter Typ auch, also ja, und hat Spaß gemacht, auch der Signiertermin und er durfte den Lucky Luke übrigens auch nur in dem Band zeichnen, das ist lizenztechnisch so festgelegt. Ja. Was heißt nur in diesem Band? Also nur in das Buch. Nur also in das heißt, also wenn nicht mit, auf irgendwas drauf. Ja, wenn du mit eigenem Skizzenbuch und sowas, ja, kann er zwar zeichnen, aber dann halt nur seine eigenen Charaktere und Lucky Luke halt oder Lucky Luke Bände und Lucky Luke Figuren auch nur in diesem Band. Nö. Aber ich finde es gut, dass sich die Franzosen da mal außerhalb ihres Bereichs auch so ein bisschen umgucken. Und wie gesagt, Marvel schätze ich ja wirklich seit Jahren für seine ja autobiografischen oder zumindest teilbiografischen Sachen sehr. Die Band auch großartig, wir können ja Freunde bleiben, wo das alles so ein bisschen verwurst. Kinderland über seine Jugend oder was heißt seine Jugend, über die Jugend in der DDR und also wirklich mag ich sehr. Er hat ja noch diese, gibt es ein paar Bücher so mit so einem Hasen, ne? Da sind auch lustig, da habe ich aber nicht ganz so den Bezug wie zu seinen autobiografischen Sachen. Das waren das nicht auch basierend auf irgendwelchen Zeitungstrips, das mit ja, dem Hasen, oder? Ja, ja. Man sieht, also ich habe hier schon einiges durchgeblättert, also man erkennt halt seinen Stil hundertprozentig ja wieder. Ne? Also er hat da überhaupt nichts großartig verändert, dass er versucht hat, auch nur im Entferntesten Richtung Morris zu gehen, sondern das, so sieht das genau aus, wenn man in die Gesichter von dem einen oder anderen guckt. Ja, da gibt es große... Was ich gerne von Ihnen noch gewusst hätte, leider hat sich das nicht ergeben diesmal, weil es wirklich ein Zeitdruck dahinter war. Es war also der Signiertermin und danach sind sie dann direkt weiter zu einer anderen Veranstaltung, zu einer Lesung, die noch an dem Abend stattgefunden hat. Was mich wirklich mal interessiert hätte, wäre die Frage gewesen, wie jetzt hier die Auflagen gewesen sind, weil wir kommen ja gleich noch zum Comic, da waren ja die Auflagen ziemlich groß und sowas, was rein darf und was nicht. Und wie sehr er sich am Charakter oder was er machen darf mit dem und was nicht. Ja, das hätte mich nochmal interessiert, aber ja. Du hast dich hier für die 15 Euro Hardcover-Ausgabe entschieden. Es gibt aber auch, glaube ich, eine, was weiß ich, 8,99 oder so, ja. Softcover-Ausgabe. Ja, 6,90 kostet die in Deutschland. Die Softcover, die normalen Softcover-Ausgaben, ich nehme an, dass es da ja auch so ist. Die tatsächlich habe ich neulich im Real, glaube ich, oder im Rewe oder so, habe ich die rumliegen sehen und das fand ich schon sehr, sehr schön. Ich habe natürlich dann auch gedacht, okay, dann vielleicht doch eher der Hardcover, wenn man mal sieht, auf einer Veranstaltung, weil ich da wirklich gern alles von ihm auch signiert da habe. Naja, gut, also bei sowas mache ich auch ganz gern mal die Ausnahme. Dass ich dann wirklich, weil normalerweise nehme ich die auch in Softcover, das reicht mir, aber bei sowas mache ich dann auch gerne mal die Ausnahme und bei dem Titel, den du gleich noch besprichst, bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig, weil den gab es ja auch nur in Hardcover.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob der, ist ja in Ost-Berlin geboren, steht hier, ob der Westfernsehen hat, weil es gab in der klassischen Western-Serie Rauchende Colts, gab es Fuzzi, so eine Figur daraus, und die hatte auch mal einen Drahtesel. Mhm. Also was ein ziemliches Thema auf der Schule war. Ich kann mir schon vorstellen, dass das im Berlin Westfernsehen empfangen wurde. Ja, und das scheint ja so ein bisschen in die Richtung zu gehen mit dem Drahtfernsehen, mit dem Drahtesel, und da, also find ich richtig gut, und ja, ist interessant, diese Figur, die jeder kennt, in diesen ganz anderen Stil zu sehen. Ne? Was natürlich hier jetzt der USP ist, sagt man ja auf Neudeutsch, Unique Selling Point, ist, dass sie hier nochmal so ein bisschen auf die Beziehung zwischen Lucky Luke und Jolly Jumper eingeht, weil Jolly Jumper nun halt mitkriegt, wenn Lucky Luke jetzt plötzlich auf dem Fahrrad unterwegs ist, bin ich dann überhaupt noch relevant für ihn und sowas, ja, ist das, brauche mich da überhaupt noch und sowas, also auch auf die Beziehung wird hier ein bisschen eingegangen und das ist sehr gut, ja, also das macht Spaß zu lesen. Bisschen wie so ein altes Ehepaar halt auch. Ja. Ja, hier sind einige Figuren, hier so ein kleiner mit so einem blonden Oberlippenbart, das ist ganz klar die Figur, ja, die genau, das wie auch man sie von ihm kennt. Ja, ja, das ist, finde ich richtig gut. Das und ist übrigens die Hauptfigur, also die zweite Hauptfigur eben der Erfinder von dem Fahrrad. Ne? Ja, also das wird auf jeden Fall ein Einzug. Da habe ich auch gleich dran gedacht, dass das so eine deutliche Anlehnung an seine Darstellung von sich selbst aus Kinderland. Ja, unter anderem, ja. Das hat er eigentlich immer regelmäßig dabei. Also ich kann mich jetzt halt nur auf Kinderland beziehen, weil ich den, wie gesagt, nur kenne. Ja. Kurze Abschweifung zu dem Thema noch. Und zwar Hommage, wenn wir bei Hommage-Spenden sind, gibt es ja auch seit einiger Zeit, haben wir ja auch schon besprochen, muss ich auch mal wieder weiterlesen, damit ich mir mal wieder andere vorstellen kann, diese Hommage-Spende von Mickey Mouse. Da kommen jetzt dieses Jahr nochmal ein paar raus. Zwei reguläre Hommage-Spende. Einmal von Trondheim geschrieben und nochmal jemand anders gezeichnet. So ein bisschen horrormäßig Ausgabe. Ich glaube, das heißt auch Horrorland oder irgendwie sowas. Dann gibt es noch mal einen, da war ich jetzt aber gerade das Kreativteam nicht dahinter, da müsste ich nachgucken. Und dann gibt es noch mal eine Spezialausgabe, sogar fast zwei. Die eine ist wirklich noch mal überformat, also das heißt von diesem Albumformat noch mal das Doppelte vielleicht. Und zwar ist das Corto Maltese, Mickey als Corto Maltese, der ist jetzt gerade erschienen. Geil. Ist allerdings nicht diesen üblichen Hommagebänden zuzurechnen, weil das halt eine Story ist, die aus einem ganz normalen italienischen Comicprogramm entnommen wurde, aber die jetzt halt dann einfach nochmal in einer schönen Albenausgabe produziert wurde. Und dazu kann ich dann später auch nochmal mehr erzählen, weil ich sie gelesen habe. Und dann gibt es nochmal ein Band, der heißt Mickey Mouse All-Stars. Und da sind 50 verschiedene Interpretationen von Mickey Mouse drin. Also 50 verschiedene Künstler haben sich da ausgetobt, unter denen übrigens drei Deutsche. Und zwar der Sascha Wüstefeld ist dabei. Dann, oh Mann, den dritten habe ich doch vorhin gerade noch gelesen. Fällt mir gerade nicht ein. Noch einer dabei. Und ein gewisser Flix. Und da hast du eine geile Überleitung. Habe ich jetzt eine geile Überleitung geschaffen? Denn wir haben. Das kommt natürlich richtig geil an, wenn das sind ja, also die Hommagebände von Mickey Mouse sind ja vorwiegend französisch produziert und auch erstmals veröffentlicht. Und auch in dem Band sind dann viele französische Zeichner dabei und wie gesagt drei Deutsche. Und wenn dann Flix sich in Frankreich einen Namen machen kann, dann heißt das doch schon mal was. Da gibt es ja eine Ausgabe, von denen wissen die meisten Franzosen noch gar nicht, weil die erst in 2021 vermutlich erscheinen wird. Und es ist? Spirou en Ballon. Ballon. Also Spirou in Berlin, natürlich von Flix. Wir sind ja auch relativ spät in der Besprechung damit. Ja. Das haben schon. Ich habe auch immer noch nicht gelesen. Ja. Auf mein Haupt. Aber das muss ich jetzt endlich mal durchziehen. Lag schon längere Zeit rum.
Und nun habe ich ihn auch gelesen. Also, wir hören ja immer wieder, es ist eine große Ehre, dass er von Deutschen gezeichnet werden kann. Mhm. Also, es ist schön. Ich sage eher, es ist freundlich, dass die Franzosen mal ihren Horizont erweitern, ja, und feststellen, dass es auch außerhalb des Landes oder Belgien und so weiter und Italien, dass es da auch Zeichner gibt, die was drauf haben. Und da haben sie sich mit Flix natürlich einen rausgesucht, der ja schon einen sehr passenden Stil dafür hatte, der sich da nicht großartig auch anpassen musste. Mhm. Wir hatten es vorhin schon, dass Marvel seinen Stil da sehr durchgezogen hat in dem Lucky Luke. Mhm. Bei Flix ist es nicht ganz so, also er orientiert sich da schon so, bei Spirou ist es da nicht ganz so, er orientiert sich da schon sehr an den Vorbildern, aber trotzdem kann man gerade an den Gesichtern von den Protagonisten oder so, kann man da ganz klar den Flix auch raussehen. Mhm. Aber wenn man den einfach so schnell durchblättert, ist es auch ganz klar, dass das ein Spirou-Band ist. Mhm. Halt, ne? Also, mhm, du hast alle klassischen Elemente da drin. Und ja, das Ganze spielt in Berlin, denn Spirou und Fantasio müssen hinter dem Grafen vom Rummelsdorf hinterher und in die DDR einreisen. Mhm. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil das Ganze spielt 89. Mhm. Und also vor den Grenzöffnungen. Mhm. Und da ist es natürlich nicht ganz so leicht, in dieses Land reinzukommen, wenn man nicht die passenden Papiere hat, aber das überwinden. Vor allem die, dann wieder raus. Ja, wieder raus ist auch so ein Thema, und vor allem in dem Land, also sie treffen auf die, ja, auf die sprichwörtlichen, unfreundlichen Grenzer. Mhm. Ne? Also das, ich durfte ja noch die ein paar davon kennenlernen, mhm, wo die Grenzen dann offen waren. Also es war schon teilweise schwierig mit diesen Menschen und ja, also er baut ziemlich vieles DDR-technisch ein, auch sehr versiert. Also glaube ich auch nicht, dass das Thema da sehr gut gekommen wäre, wenn das ein Franzose gezeichnet hätte, mhm, der da keinen Bezug dazu hat. Mhm. Ich meine, er ist jetzt wie, wie Marvel und meine Wenigkeit, wir sind alles ein Jahrgang, ne? Mhm. Also der goldene, okay, Jahrgang quasi. Mhm. Und das ist halt ein Jahrgang, der von der DDR auch noch... Vor 79 jedenfalls. Ja, vor 79. Und das ist ein Jahrgang, der die DDR noch bewusst wahrgenommen hat. Also es gibt ja viele, sage ich mal, wenn du bei der Grenzeröffnung erst 5 warst, wie viel hast du dann bewusst davon noch wahrgenommen? Mhm. Aber meine Erlebnisse, wie gesagt, ich komme ja aus dem Zonenrandgebiet. Mhm. Mit der Grenze ziemlich nah vor der Tür und immer kurz vor, wir haben Schulausflüge zum Todesstreifen gemacht und haben, mhm, uns das angeguckt, wie das so ist, und hast über die Werra geguckt und hast dann die Grenztürme gesehen und du wusstest, ja, hier an dieser Stelle wurde auch schon mal jemand einfach in den Rücken geschossen, der da, mhm, durchgeschwommen ist halt, ne? Mhm. Und diese Atmosphäre hat Flix sicherlich auch noch so ein bisschen mitbekommen, und er hat auch unheimlich viel offenbar recherchiert, hat hier in so ein Ostberliner Hotel hat er sehr vieles dargestellt in diesem typischen DDR-Stil. Es sind sehr viele Gebäude einfach auch dargestellt, die man aus dieser Phase halt auch kennt. Mhm. Und die Uniformen sind sehr gut getroffen, und auf der Suche nach dem Grafen von Rummelsdorf lernen Spirou und Fantasio dann auch so eine kleine Widerstandszelle kennen, die sich in der Kirche treffen. Und mit denen verbünden sie sich und versuchen da den Professor wieder zu finden. Das Ganze wiederum verquickt, mhm, mit historischen Sachen. Er hat hier das Palasthotel hat er dargestellt, ja, mhm, wie da eingedrungen wird. Und ja, also es ist ein rundum gelungener Band, und wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass das, ja, er wohnt ja jetzt auch noch in Berlin. Ich glaube, aus Berlin selber kommt er, wenn ich mir den Dialekt anhöre, nicht unbedingt. Mhm. Aber er hat da auf jeden Fall einen Bezug dazu, und ein wunderbarer Band, und ich hoffe, dass da aus der Richtung vielleicht noch mehr von ihm kommt. Also ich hoffe wirklich, wenn das Ding nach Frankreich kommt, dass das da einschlägt und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr von Spirou von Flix, mhm, sehen werden. Weil hat er das in Personalunion gemacht? Ja. Nee. Nee? Natürlich, er hat den Text und die Zeichnung geliefert, aber... Du willst Marvin Clifford erwähnen? Na, natürlich möchte ich Marvin Clifford erwähnt haben. Ja. Der hier die Farben beigesteuert, die Koloration, also, beigesteuert. Ja, natürlich. Aber da müssen wir natürlich auch den Ralf Marcinczyk erwähnen, mhm, der ja auch noch bei Farben in kleinen mit unten drunter steht. Das ist natürlich... du bist natürlich Fan. Ja, natürlich. Aber... die Story, so wie ich das verstanden habe, ist schon auf seinem Mist gewachsen. Ja, ja, klar.
Und er hat aber, durfte auch wirklich hier sämtliche Elemente hier auch, außer natürlich Smasopilami, was keiner verwenden darf, aber durfte auch das Eiche, also Pips, verwenden, ja, und noch andere Figuren aus dem. Es gibt aber wohl irgendwo eine ganz kleine Anlehnung auf Smasopilami. Irgendwo ist was versteckt. Er hat hier gutes Dinge drin versteckt. Er hat 2 Millionen Sachen hier drin versteckt. Ich glaube, er hat das irgendwo mal, habe ich ein Interview gehört oder irgendwas auf YouTube gesehen, wo, glaube ich, ging es um 150 Sachen. Also man hat ja mal ein Interview gegeben bei einem, er hat ja mal einen großen Podcast, Podcast-Auftritt ausgelobt seinerzeit. Der Zuschlag ging dann an, wenn man jetzt was Böses unterstellen will, an den Freund von Marvin Clifford, an, wie heißt der denn? Der große YouTuber. Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, verdammt, Erik Dings, wie heißt der denn, der Künstlernamen? Du weißt, wen ich meine, oder? Offensichtlich nicht. Also ich habe ein Interview... Start und Select machte Podcast. Okay. Ja. Ja, gut. Nein, aber ein YouTuber, Mann. Oh, Gronkh. Gronkh? Gronkh. Heißt ehrlich? Der, ja. Er ist befreundet mit Marvin Clifford. Jetzt könnte man natürlich da was unterstellen, aber das will ich gar nicht an der Stelle. Okay, die Verstrickung war mir nicht bekannt, aber es ist natürlich, wenn er die Wahl hat, der hat ja natürlich als Streamer von Spielen, hat er natürlich eine riesige Weise, der hatte Hunderttausende, keine Ahnung, Abonnementen. Aber darauf kam es ja nicht an bei der Ausschreibung. Nee. Ja, ist ja egal. Ja, egal, nein. Es soll auch irgendwo noch in einem anderen Comic-Podcast ein Interview geben, das habe ich jetzt leider gar nicht mehr mitgekriegt. Ich bin der Meinung, ich habe auch eins gehört, ich höre zu viel von dem Kram und krieg's nicht mehr zusammen, wo ich es gehört habe. Und da hat er gesagt, war es, glaube ich, über 150 oder so. Er hat auf jeden Fall eine Anzahl gelernt. Ja. Und natürlich als Comic-Fan sieht man da auch eine Menge. Zum Beispiel hat er die Marvels Pioniergruppe aus Kinderland, hat er da zum Beispiel komplett reingebastelt, ne, wie die da in ihren Uniformen als Pioniere durch die Gegend laufen. Oder er hat auch so ein Panel, stimmt, wo Marvel hat er auch mit drin, richtig. Oder er hat auch so ein Panel, wo er ja auch typische DDR-Sachen zum Beispiel drin hat, wie Pitti Platsch oder Frau Fuchs und Herr Fuchs und Frau Elster, also die man aus den Sandmännchen kennt. Sandmännchen ist natürlich auch drin, also auch im Zonenrandgebiet hat man DDR1 empfangen. Ja. Und gerade nochmal durchgucken, ich freue mich auch tierisch, dass ich den Band dann irgendwann mal lese, gerade eben auf diese ganzen Details, weil das macht natürlich riesen Spaß, das alles zu entdecken. Ob man nun wirklich alles erkennt, das steht dann mal in den Sternen. Ich vermute eher nicht, dass ich wirklich alles erkenne, aber vieles dann doch. Und das wird Spaß machen, glaube ich. Also gerade, wie gesagt, du hast ja auch noch miterlebt und da wirst du schon vieles erkennen. Also das auch einfach mal so am Rande so eingestreut. Ich war ja nun auch in einem Alter, wo man doch schon ein bisschen was mitbekommen hat. Von daher, wunderbar, kann man sich auch, ich weiß gar nicht, ob es davon eine Softcover-Ausgabe gibt. Eben nicht, das meine ich ja vorhin gerade, also dass ich bei solchen Ausgaben dann, bei so Hommage-Ausgaben dann auch gerne mal eine Ausnahme mache und mir die Hardcover-Ausgabe hole oder die Schwarz-Weiß-Ausgabe im Fall der ersten Ducky Luke Hommage-Ausgabe. Ich finde es aber gut, wenn solche Sachen wie eben der Marvel Lucky Luke auch einfach im Supermarkt liegen, dass einfach ein Kind, das sich dafür interessiert, das einfach mal mitnimmt, weil machen wir uns nichts vor, wenn da hinten, 15 Euro draufstehen, da ist für natürlich für eine jüngere Lesergruppe, die ja dann letztendlich die Zukunft sind für das ganze Comic-Ding hier, ist es natürlich ein Kaufargument, wenn... Ne? Und das funktioniert natürlich bei Lucky Luke, weil es den am Kiosk gibt, aber den Spirou gibt es meines Wissens nach in Softcover als auch in Hardcover nicht am Kiosk, was das Ganze schon wieder schwieriger macht und deswegen, dass man den hier nur als Hardcover rausgebracht hat, finde ich jetzt in dem Fall gar nicht so schlecht, was natürlich ein bisschen schade ist wiederum, um es den Kindern näher zu bringen. Wobei der vielleicht auch nicht wirklich als ist der für Kinder geeignet, was würdest du sagen? Ja, schon. Ja. Also weil es geht ja doch an einigen Stellen recht rabiat
auch zu. Ja, aber das hast du ja, das hast Folder und sowas habe ich gehört und sowas. Ja, aber das hast du ja in anderen Spirou-Bänden hast du das ja auch. Mhm. Also da ist Gewalt ist da, was weiß ich, wo es mit Richtung Brezelburg, ne, wo sie mehr oder weniger schon mal so halb so in Nazi-Deutschland quasi so drin sind, das hast du ja da auch. Also das passt und also ich denke, das kann ein Kind auch, wie gesagt, verkraften. Mhm. Ne? Und ja, also ich finde es gut, dass die Franzosen da so den Bereich verbreitern jetzt und hofft, dass von den beiden da jetzt wirklich noch einiges kommt in den nächsten Jahren, dass die Franzosen und die Belgier und wer das alles lesen mag, dass die da auch zuschlagen werden und das erkennen, dass das geil ist und ja. Tja, was kommt als nächstes, ne? Sascha Wüstefeld zeichnet Asterix. Ja. Ja, also. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich kann, also. Komm. Ja. Allerdings nicht als ganzes Album, sondern auch von Lucky Luke wird es eine 60 Jahre Ausgabe geben, ein Jubiläumsband. Und da sind auch wieder wie in ähnlichen Jubiläumsbänden vorher, natürlich ähnlich wie das, wie ich das vorhin bei dem Mickey Mouse Allstars angekündigt habe, ist es bei diesen Jubiläumsbänden von Asterix so, dass da immer viele Zeichner drin sind. In dem letzten Jubiläumsband zum, weiß ich jetzt gar nicht, 80. Geburtstag von Uderzo oder was das war, oder 90, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nee, nicht Uderzo, Cossini. Da war Brösel drin. Mhm, ja, hattest du ja vorgestellt. Hat man drüber gesprochen. Und jetzt weiß ich zumindest schon mal, dass in der nächsten Jubiläumsausgabe, also dieser 60-Jahre-Ausgabe, eben in diesem Asterix auf jeden Fall der Sascha Wüstefeld auch mit drin ist. Mhm. Ja. Okay. Ja, gut. Stimmt. Ja. Also er macht halt, da gibt es noch Comics von ihm. Leider gibt es an der Front von, von Das Upgrade nicht so schöne Nachrichten, eben, dass das leider eingestellt wurde. Mhm. Dass er das ein bisschen, also nie ist was hundertprozentig eingestellt, aber es klang jetzt schon mal ziemlich ernüchtert und endgültig erstmal. Und die Hoffnung bleibt bestehen, dass es vielleicht, wenn es hierzulande nicht gut funktioniert, dass es vielleicht ins Ausland verkaufen und dass es dann reimportiert wird, möglicherweise. Aber gerade das Upgrade lebt ja auch so ein bisschen von dieser DDR-Dings. Richtig, und ob das. Naja, aber vielleicht im Strudel von im Strudel von Spirou in Berlin. Ja. Da müsste man allerdings noch bis 2021 dann warten, bis es da rauskommt. Warum kommt es so spät da raus? Hört unsere Ausgabe, wo wir mit Klaus Tschikowski drüber sprechen, da erfahrt ihr es. So. Sehr schön. Ja, ich hätte ja noch diverse Alben hier liegen. Ach, größtenteils. Willst du noch was besprechen? Nee, größtenteils von Don Lawrence, aber in einem der nächsten Podcasts, wenn wir uns wiedersehen, werde ich da mal. Dann mal eine Don Lawrence Ausgabe. Ja, weil es hat nämlich auch einen Grund. Demnächst erscheint mit Trigan 18 der letzte Band von Don Lawrence. Und dann ist diese großartige Reihe zu Ende. Ich muss ja jetzt auch dann kriegst du die Ausgabe auch. Ja, also ja, dann kriegst du eine Don Lawrence Ausgabe, dann machen wir die Sache rund. Ja, und noch ein paar andere Franco-Belgier habe ich da liegen, wie Contra Natura, Tag X, die letzten Bände. Mhm. Und dann kann man da mal in den Bereich gehen. Diesmal waren wir tatsächlich relativ superheldenlastig. Mhm. Ja, kommt auch mal vor. Also ja. Hatten wir schon länger nicht mehr. Aber so ein paar Ausreißer hat man dabei, wie gesagt, Lucky Luke zweimal, Spirou hat man wieder mal dabei, was mich freut, geht ja immer, wollte ich ja sowieso die ganzen Spezialbände nochmal aufarbeiten und mich zu dem hinarbeiten, schön, dass du mir das jetzt vorweggenommen hast, aber egal, wie lange wollen wir auch warten, bis 2021 vielleicht. Du wolltest noch was zum Thema Comic-Podcast erzählen. Ich wollte noch was zum Thema Comic-Podcast erzählen und das machen wir jetzt. Und zwar gab es seit einiger Zeit gibt es wieder einiges Neues. Wir hatten, glaube ich, so als letzte Neuzugänge mitvermeldet, dass die drei Frauen in Comics diesen Podcast gestartet hatten. Ja, dann haben wir seitdem einiges dazu bekommen, was ich hier kurz mal erwähnen will. Ich muss nur kurz den passenden Tab finden. Da ist er. Und es lädt. Hatten wir den Badcast schon erwähnt? Der Badcast, den gibt es aber auch schon etwas länger. Den hatte ich nur nicht so wirklich auf dem Schirm. Der,
der richtet sich, wie der Name schon sagt, kommt auch von batmannews.de, gibt es ja eine Seite. Von diesen Machern wird er auch produziert. Widmet sich natürlich schwerpunktmäßig dem Thema Batman, bereitet in den letzten Episoden, doch irgendwo hatte ich den schon mal erwähnt, aber dann war das bei einer anderen Episode, wo du nicht dabei warst, bereitet in den letzten Folgen so ein bisschen, hat sich um die Batman Animated Serie gekümmert, weil die Jubiläum hatte, und beleuchtet auch so ein bisschen die Batman Publikation in Deutschland. Muss ich aber allerdings noch anhören, diese Episoden von diesen Batman-Publikationen in Deutschland. Ja. Dann, was haben wir noch? Was ist noch neu dazu gekommen? Ein Podcast, der nennt sich Der Comicladen. Das Ganze entspringt einem Format, das es schon bei YouTube gibt. Der macht das ganz raffiniert, der versucht so ein bisschen den Einsteigern eine Hilfe an die Hand zu geben, die jetzt so über die Filme, über die Marvel-Filme oder auch über die DC-Filme zu den Comics kommen. Oftmals funktioniert das ja gar nicht. Und die meisten, also sehr viele bleiben einfach in dieser Blase, okay, die Filme reichen uns. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Kollegen, der ist halt riesen Marvel-Fan, aber eben auch nur von den Filmen. Der kennt das Marvel-Film-Universum und süß, sonst nichts. Ja. Mhm. Und tatsächlich soll es aber auch Leute geben, die sich die Marvel-Filme angucken. Und so ähnlich wie das bei mir damals war, mit den Zeichentrickserien und sowas gedacht hat. Ach, da gibt es noch viel mehr. Und das dann in Comics und dann so auf die Comics kommen. Das war bei mir auch so, kann ich gut nachvollziehen. Und dem versucht er jetzt so ein bisschen Hilfestellung zu geben, indem er so ein bisschen die Schnittmengen bringt. Und zwar geht er auf gewisse Filme ein, zum einen, aber zum anderen geht er auch auf große Storylines aus den Comics ein und beleuchtet dies ein bisschen näher und bringt den Neueinsteigern so ein bisschen näher, was da passiert ist. Ja, damit die den Einstieg leichter finden. Finde ich eine gute Sache. Er redet sehr schnell, manchmal sehr hektisch, fachsimpelig, manchmal an einigen Stellen so ein bisschen, aber das sei ihm verziehen. Er macht auch interessante Interviews, kürzlich eins mit dem Philipp von Schreiber und Leser, oder Philippo, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er heißt, aber ja. Auch sehr interessant, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, und auch mit dem Max vom Splitter Verlag hat er schon gesprochen. Auch ebenfalls sehr interessant und ja, hört da unbedingt mal rein. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel. Ich kenne das YouTube-Format, aber dass er, was natürlich auch natürlich ein großer Vorteil ist, wenn du das, was du besprichst, auch so ein bisschen anblättern kannst und kurz reinblättern und so. Mhm. Aber dass er es als Podcast macht, wusste ich auch noch nicht. Ja, da ich lieber Podcasts höre, als YouTube-Videos anzugucken, ist das für mich natürlich optimal. Was haben wir noch? Den wollte ich mir bis zum ganz zum Schluss aufheben, aber habe ich da noch was davor? Ist da noch irgendwas gewesen? Ja, der Nerdy Talk wurde uns noch empfohlen vom Andi, vom Telestammtisch, also Gigeriki. Ja, da habe ich jetzt mal reingehört, habe da aber jetzt nicht so den Anschluss gefunden irgendwie. Also das fand ich jetzt nicht so spannend. Muss vielleicht nochmal reinhören. Vielleicht geht es dann besser. Vor einer Weile hat man ja Splash Page FM schon erwähnt. Ist auch ein Format, wo ich immer mal reinhöre, aber jetzt auch nicht konsequent. Also das immer mal wieder. Wer wieder da ist, sind die beiden Jungs von Sachschnell Hunting Down Comics. Also die machen wieder was. Das ist ja schön. Der Comic-Review-Anteil fällt erstmal hinten runter. Also zumindest, wenn man sich so die letzten Folgen anguckt, es sind nur Hunting Down Comics-Folgen erschienen. Das wieder weitestgehend monatlich, vielleicht mit größerem Abstand. Aber da erscheint wieder was. Finde ich sehr gut, weil mir das auch gefällt, wenn die sich miteinander austauschen. Ne? Gefällt mir auch besser. Das Format. Also Comic Review allein habe ich wirklich nur gehört, wenn der Titel für mich interessant war. Wenn es ein Comic war, was einen interessiert hat. Genau. Ja, und bei Hunting Down Comics höre ich aber auch gerne so rein, weil da haben sie halt auch, wie wir das ja auch machen oder wie das andere auch machen, so ein Querbeet von
verschiedenen Titeln halt auch. Mhm. So, und jetzt kommt natürlich gewisses Highlight, weil ganz neu im Stall sind auch drei Herren, von denen ich zwei schon kannte und mir immer gewünscht habe, dass die mal einen Podcast machen, ob nun einzeln oder irgendwie mit jemandem zusammen. Der Andreas, der sagt mir vorher nicht viel, aber er ist wohl auch Mitarbeiter bei dein Anti-Held und bringt da Beiträge dazu. Dann natürlich der Mathis als der Chef und Gründer von Dein Anti-Held ist ein Begriff, auch durch den Comic Talk. Da ist er schon als Gast, sowohl als auch als Gast Ensemble-Mitglied aufgetreten, weil er den Folger da mal ersetzt hat. Und hat ihn auch sehr gut vertreten. Also falls der Folger mal nicht kann, ist der Mathis ein guter Ersatz, sehr guter Ersatz. Und der dritte im Bunde ist der Pizarro World. Ist klar. Emu. Und was die drei auf dem Kasten haben, ist echt, also es macht Spaß, dazu zu hören. Also ich möchte behaupten, das ist der Podcast, der Comic-Podcast schlechthin. Also wenn ihr nur einen hören wollt, dann hört den, weil die haben so ein bisschen also jetzt außer uns natürlich. Nein. Nee, also die wirklich, also wir sind ja 2012 so ein bisschen angetreten, weil es damals nichts gab. Groß. Der Zeitgeist war so gerade am Ausklingen, das heißt, da ist nicht mehr viel erschienen. Das wurde immer sporadischer und die Wartezeiten wurden immer länger und es war ja auch so ein bisschen eher mehr Videoformat und Checklist, ja. Comiccast war weg. Bitte? Checklist Comiccast. Siehst du, den kannte ich gar nicht. Und es gab zwar schon den Comicorama. Stimmt, den gab es auch. Gab es den damals? Da wollte ich aber gerade gar nicht hin. Den Nerd gab es damals auch schon, aber den gab es schon ein Jahr, aber den hat halt keiner mitbekommen, weil der, wie du ja irgendwann ihm mal darauf hingewiesen hast, geh mal zu iTunes, ja, weil sonst findet dich keiner. Das war tatsächlich so, den hat halt keiner gefunden. Gerade in der Zeit war das ja noch viel mehr eine Anlaufstelle für Podcasts, als es heute, du hast ja immer noch Alternativen. Aber ja, aber du hast jetzt Alternativen durch Spotify und Deezer. Wir sind jetzt übrigens auch bei Spotify und Deezer. Ja, die ist ja heute erst eingetragen. Oh, funktioniert. Okay. Direkt funktioniert. Ja. Dann gibt es noch Player FM. Also es gibt jede Menge. Ich habe das alles wieder unter die Beiträge verlinkt. Wenn du es einfach hast und einfach nur mit einem Klick das verlinken kannst, ja, und es findet nur einer, der das sonst nicht hören will, ist ja schon gut. Also die Verteilungsoptionen für Podcasts sind größer geworden, eben dank Spotify und dieser. Da sind halt viele Leute, die gerne Musik hören. Und wenn die darüber vielleicht auch sowas aufmerksam werden, warum nicht? Ja. Genau, wir sind ja damals so eben mit der Prämisse angetreten, so viel gibt's nicht. Und mit uns gleichzeitig oder unmittelbar nach uns sind natürlich ein paar weitere gestartet. Und hätten die ein bisschen eher angefangen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht mit den Comic-Cookies oder hätte die Idee gar nicht gehabt, weil wenn ein Yay Comics zum Beispiel ein paar Monate eher gestartet hätte oder das alles, wobei die gar nicht hundertprozentig comic-spezifisch sind, aber doch ein großes Thema dabei ist, die sind halt genau mit uns so in dieser Zeit, haben die gestartet. Und wenn die schon eher da gewesen wären, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, so wie das heute mit dem Disney-Podcast ist. Seit Ewigkeiten habe ich die Idee, vielleicht mache ich mit dem Sven zusammen einen Podcast. So, auf einmal kommt Ende letzten Jahres der Jens um die Ecke mit Mausgebabbel. Jetzt habe ich irgendwie nicht mehr den dringenden Bedarf, einen eigenen Disney-Podcast zu machen. Ja, aber ich sage jetzt mal, Disney ist ja auch ein riesiges Gebiet. Ja, und ich meine jetzt nicht nur die zugekauften Star Wars, sondern pur Disney, wie man es von früher kennt. Da kannst du ja Jahre was dazu machen. Ja. Und jeder hat ja auch seine andere Ausrichtung. Klar, je nachdem, wann er geboren ist. Der Jens, der spezialisiert sich wirklich sehr auf die Parks. Also Disneyland Paris und Walt Disney World sind seine Kernthemen. Aber es gibt natürlich auch immer mal so ein paar Ausreißer Richtung der anderen Parks. Und so wie ich jetzt mitbekommen habe, will er auch mal so ein bisschen was noch in Richtung Medien, Disney-Medien und sowas machen. Und eventuell kommt es da mal zu einer Zusammenarbeit, ich sag's jetzt mal so. Aber mal gucken. Schauen wir mal.
Genau. Und ja, eigentlich können wir jetzt mit den Comic-Cookies aufhören. Weil es gibt so viele tolle Comic-Podcasts. Also wie gesagt, der Pau-Comic-Podcast, so heißt er übrigens, der mit den drei Herren, also den zwei Herren von Dein Anti-Held und den, jetzt hört er wirklich auf mit dem Podcast, und dem Emo von Bizarro World, also den würde ich ganz vorne ansiedeln, zusammen mit Yay Comics und mit den drei Frauen. Ja? Wenn man die drei hört, da hat man wirklich die bunte Mischung, würde ich sagen, weil Pau Comics macht es so ein bisschen in Magazinform. Ganz lose, also ohne jetzt feste Jingles oder irgendwas. Aber Emu stellt immer seine News vor und dann gibt es ein paar Comic-Besprechungen. Mhm. Richtig bunte Mischung, allerdings sehr superheldenlastig auch. Mhm. Ja. Denn das Alternativprogramm hast du halt bei den drei Frauen. Die haben dann viele so Graphic Novels drin. Die haben ja, relativ selten Superhelden eigentlich, oder? Mhm. So viel Splittertitel und so Sachen aus der Richtung, Schreiber und Leser und sowas. Mhm. Und Yeah Comics macht es halt in der Richtung gut, dass er A, mit Comichändler über Neuerscheinungen und über das Marktgeschehen so ein bisschen spricht. Mhm. Und aber auch mit vielen anderen interessanten Gästen, was Comics angeht. Wie gesagt, so ein bisschen aus der Reihe kann man da noch nennen, den Teelichtstammtisch natürlich, der ja auch, der liebe Andi, sehr viel Comic-Bezug hat. Und, in letzter Zeit viel Film. Ja, wobei er das ja ausgelagert hat und das finde ich gut, dass er das so gemacht sehr hat. Sehr gut, ja. Genau. Was natürlich für den Hauptfeed so ein bisschen eine Stagnation bedeutet, dass da nicht so viel kommt, aber da hat er jetzt auch nicht so das große Team und da ist ja auch der Ansatz ein ganz anderer. Und von daher bin ich da immer gespannt, wenn da was Neues kommt, dann sind das auf jeden Fall auch Themen, die mich dann interessieren. Zumindest die auf jeden Fall, die mit Comic-Bezug daherkommen. Valiant hatte ja da vorgestellt, wie heißt es? Comic-Kraft? Nee, Action-Craft. Ja, dieser genau. Rollenspiel-Verlag. Genau, der Rollenspielverlag, der jetzt die Valiant Comics rausbringt, mit denen hat er ja das Interview gemacht und in der letzten Episode bei uns hat er dann die Titel besprochen. Also der Andi wird auch beim Comic Festival in München demnächst sehr aktiv sein. Also richtig. Wenn ihr da seid, er hat moderiert einiges. Ist der Große mit den bunten Comic-Anzügen, Superman oder einem Batman-Anzug. Ja. Einfach mal ansprechen. Der sich auch bei großer Hitze nicht vor Polyester. Das ist natürlich auch so ein Fetisch, ne? Wenn's bei 30 Grad noch Polyester trägst. Ja, man muss es mögen. Ja, nee, also aber jedem sei ein Fetisch, warum denn nicht? Klar. So, dann, ja genau. Also das sind so die drei, die sage ich, die wären bei mir auf eins, wenn man die jetzt so. Ja, ich sage, es ist immer schwierig, das zu ranken, weil es erstmal mit der persönlichen Präferenz zu tun hat. Jeder macht was mal. Lese ich gerade selber viel? Richtig. Thema Manga haben wir momentan wenig, gut drei Frauen in Comics kommt es ab und zu, weil die eine der Damen das dann doch immer mal liest und auch bespricht. Mhm. Aber sonst so richtig, aber das ist natürlich auch nicht unsere Blase. Also ich bin mir sicher, bei der Menge an Manga-Fans gibt es sowas sicherlich auch in unterschiedlichen Formaten, aber das ist halt nicht unsere Blase beziehungsweise unsere Präferenz. Mhm. Ne? Dadurch, dass Oni jetzt außerhalb der Reichweite dieses Comic Podcastes ist es halt sehr schwierig, da was hinzukriegen, wenn du da keinen hast, der das wirklich mit Herzblut verfolgt und das ist bei uns so. Aber es ist immer erstmal einmal das Thema. Mhm. Welches Thema liegt mir? Was interessiert mich? Möchte ich wissen, was macht Spider-Man gerade diese Woche? Was macht Thor diese Woche? Und was machen die anderen diese Woche? Mhm. Und selbst wenn du das Thema hast, ist immer auch noch eine Frage des Bezugs. Also wenn, wie du hast ja vorhin schon mal gesagt, wenn da jemand ist, der zum Beispiel sehr spät erst zu Marvel gekommen ist, vielleicht durch die Filme, dann hat er einen ganz anderen Horizont, als wir das haben oder als der Sepp das hatte, weil wir das bereits in den 80ern schon gelesen haben. In dem Fall kann man dann halt wieder den Comic-Laden-Podcast empfehlen. Ja, das ist richtig. Ja. Und es ist natürlich immer eine Sympathiefrage. Ne? Mhm. Also ich mache es jetzt mal am Nicht-Comic-Beispiel fest, aber wenn du zum Beispiel bist großer Freund von Hella von Sinnen, von der ich zum Beispiel
größtenteils genervt bin, wenn ich sie auftreten sehe. Weil du trotzdem Comics empfehlen lässt. Ja, aber ja, ich lese dann immer das, was sie verreist. Das finde ich dann meistens gut. Aber, ne? Es gab auch schon Ausnahmen. Ja, da hat was empfohlen, ja, was aber dir gut gefallen. Und ja, so, okay. So ist es ja mit jeder Stimme, die du hörst und mit jedem Podcast. Jeder hat seine eigene Atmosphäre. Hm. Und da gibt es halt immer Sachen, wie gesagt, das alles höre ich, obwohl nicht immer Comic-Bezug zu tun ist, weil ich das einfach sympathisch finde, den Umgang, wie die sind, dass die viele Gäste haben, das mag ich zum Beispiel sehr. Deswegen jetzt das alles und der Comic-Stammtisch insofern ein bisschen außer Konkurrenz betrachtet, weil die auf jeden Fall Comic-Themen drin haben und die dann immer interessant sind, aber auch so Themen haben, die wirklich sehr interessant sind. Ja, aber die können sich tatsächlich dann über alles unterhalten und ich würde es trotzdem weiterhin hören. Ne? Und deswegen finde ich es schwierig, das da ein Ranking reinzubringen. Ja, dein persönliches Ranking ist klar. Ja, das meine ich ja damit. Was hört man als erstes, wenn mehrere Ausgaben freigeschaltet? Natürlich habe ich da auch Favoriten, die ich da eher früher höre als später. Aber ich tatsächlich hast du mir jetzt ein, zwei gesagt, wo ich noch nicht wusste, dass das jetzt schon aktuell ist und da muss ich doch mal den Podcatcher wieder ein bisschen füllen. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht liegt es auch an der Podcast-App, dass ich von manchen gar nicht mehr so viel höre, die ich schon länger drauf hatte. Ich weiß nicht, liegt das am Algorithmus oder muss ich mal nachforschen? Paperback, Lesewut, weiß ich nicht, ob das an meinen Algorithmus liegt, dass da wenig kommt oder, weil, also ich habe, durch die Menge habe ich auch das Problem, dass ich nicht immer up to date bin. Ne? Und muss ich mal gucken, ob da überhaupt alles auch noch da ist. Aber mit der Prämisse von wegen, es gab nichts großartig anderes zu der Zeit, wir hatten natürlich noch eine Prämisse, die nach wie vor da ist. Wir wollten uns über Comics unterhalten. Ja, klar. Ehrlich gesagt, mir wäre es egal, ob jemand zuhört. Mir gefällt es einfach, sich drüber zu unterhalten. Es freut mich, dass wir eine Zuhörerschaft haben, die das auch verfolgt. Aber das... Nee, ich wollte nur noch mal kurz... wir machen es nicht für andere, wir machen es natürlich auch für uns, weil es Spaß macht. Ja, aber ich wollte halt auch noch mal kurz erläutern, dass auch ein Teil der Motivation damals für mich zumindest war, dass da eben nicht viel da war und dass ich da was vermisst habe und dass ich das deswegen natürlich noch mehr forciert habe. Das war halt auch in der Phase, wo das Thema Podcast noch nicht so durchgestartet war, wie es durch Sanft und Sorgfältig oder Fest und Flauschig war. Es gab kein Nukular. Es gab damals schon so eine kleine Welle, das war so die erste größere Welle, aber nicht so groß wie die in den letzten Jahren. Aber ja, das war so eine davon und die haben wir halt mitgenommen. Wie gesagt, das sind halt mit uns ja gleichzeitig ein paar gestartet. Also von daher war das schon eine Welle irgendwo. Vielleicht auch für diese nerdigen, nischigen Podcasts. Ne? Dass das Ganze natürlich dann irgendwann nochmal so groß wird, wie es jetzt einmal ist, dass sich auch Verlage plötzlich um Podcasts kümmern und sowas. Und dass es da Auftragsproduktionen gibt und sowas. Das war irgendwo abzusehen und zu erwarten eigentlich, weil das ist ja eigentlich immer so. YouTube hat auch gebraucht, bis es richtig groß wurde. Aber es ist dann halt geworden. Ne? Und das war mit Büchern früher schon so. Das war mit vielleicht auch Zeitungen und Filmen und so weiter. Das hast du wie immer. Nur mit Comics nicht. Aber zumindest hierzulande. Deswegen gab es da eine Vakanz, die gab es zu füllen und deswegen haben wir damals mehr oder weniger, war ja auch der richtige Zeitpunkt. Sepp hatte Bock auf Comics und drüber zu reden, fehlt mir auch oft, dass er nicht dabei ist. Ja. Wir haben das doch so ganz gut weiter vorangetrieben, denke ich. Und natürlich hören wir jetzt nicht auf, wir machen weiter. Wollte ich nur nochmal klargestellt haben, falls das vorhin anders klang. Okay. Das freut mich, Steffen. Nee, ich habe vorhin gesagt, eigentlich könnten wir jetzt aufhören bei der Menge an guten Comic-Podcasts, die es da gibt im Moment. Hast du noch ein schönes Schlusswort? Draußen regnet es gerade, es zieht mich gerade ein bisschen runter, weil ich muss gleich raus dann. Zum Auto. Nee, ich bin von deiner Ansprache jetzt ein bisschen berührt und... Dann möchte ich noch kurz erwähnen, das Heldensofa.
Aber habe ich das schon mal erwähnt irgendwann? Bestimmt. Nur, dass die auch nochmal einen ganz anderen Ansatz eigentlich bieten. Und zwar, dass die, weil die gibt es ja nun auch schon länger. Wir haben ja auch letztes Jahr in Erlangen kurz mit einem der beiden gesprochen. Mhm. Deren Ansatz ist es halt, das Storytelling bei den Comics ein bisschen aufzubreiten. Das haben sie jetzt auch bei vorwiegend Superheldentiteln gemacht, bisher. Aber auch ein etwas anderer Ansatz und auch unbedingt eine Empfehlung, da mal reinzuhören. Kommt leider nicht so häufig, aber Hast du jetzt alle geplackt? Oder? Ich habe jetzt weitestgehend alle geplackt, außer die du vorhin noch erwähnt hattest, ja. Paperback und sowas. Aber dazu gibt es ja auch eine wunderbare Liste im Internet, ne? Da stehen alle Podcasts drin. Wenn mir neue Podcasts unter die Nase kommen, dann landen auch die da drin. Wo finde ich denn diese Liste? Im Internet. Ja, wie heißt denn das? Das heißt FIT, heißt die Podcast-Suchmaschine. Und da kann man nach deutschsprachigen Comic-Podcasts suchen und da erscheint eine Sammlung mit genau diesem Titel. Und wenn da dann noch mein Kürzel drunter steht, dann ist das diese Sammlung, die ich hier meine. Geschrieben Friedrich Doppel-Y Dora. Richtig. Oh ja, gut, dass du das nochmal erwähnt. Weil FIT. Aber es ist auch immer bei uns irgendwo im Blog verlinkt. Und, ich habe FIT im Internet gesucht. Genau, bevor das falsch angegeben wird. Ja. fyd.de. Und wie gesagt, also guckt euch da mal um. Vielleicht findet ihr da sogar noch mehr Comic-Podcasts, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben oder welche, die in die Richtung gehen. Und habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Lest mehr Comics. Lest mehr Comics. Kauft vor allem mehr Comics. Ja, wieder Steffen. Genau. Und ich muss dich loben. Diesmal hast du ja viel gelesen. Ja. Ne? Kann ich auch. Das kann er. Wenn ich genug Zeit habe. Ja. So. Adios. Macht's gut. Ciao.